Schön, dass Sie heute Abend wieder dabei sind bei unserem Bible Study. Es gibt heute die Fortsetzung zum ersten Buch Chronik und ich habe es umschrieben mit Geschichtstheologie. Und ich muss sagen, ich bin selber total erstaunt, jetzt bei der Vorbereitung, ich gemerkt habe, wie unglaublich wichtig das zweite Buch Chronik ist für unser theologisches Denken. Und das habe ich jetzt dort eigentlich ziemlich unterschätzt, muss ich sagen, und das ist mir jetzt mal so richtig klar geworden, dass das zweite Buch Chronik sowas von bedeutsam ist, dass wir das verinnerlichen, was da an geistlicher Botschaft dahinter steckt. Es ist ein ergänzender Parallelbericht, vor allem auch zu Zweiter Könige, aber der Schwerpunkt ist eigentlich die Geschichtstheologie. Welche Vorstellung von Gottes Handeln in der Geschichte wird hier verbreitet? Und das zweite Buch Chronik gibt Antwort auf drei ganz spannende Fragen, die eigentlich die Menschheit insgesamt immer bewegt hat und noch bewegt. Die erste Frage ist, wohnt Gott auf Erden? Ja, die Weisen bei Nebukadnezar, die haben gesagt, ja, die Götter, die wohnen halt im Himmel, aber nicht auf Erden. Ja. Wohnt Gott auf Erden? Und wenn ja, wenn er einen Stützpunkt auf Erden hat, wo? Ja. Die zweite Frage, die das Buch Chronik beantwortet, ist, wer repräsentiert Gottes Königsherrschaft auf Erden? Ich meine, da gibt es ja viele Menschen, die Vorstellungen haben. Vielleicht meint der amerikanische Präsident, dass er Gottes Regent auf Erden ist, als Weltherrscher. Oder vielleicht meinen die Mullahs im Iran, dass sie die Herrschaft Gottes, die Herrschaft Allahs hier auf Erden repräsentieren. Aber wer repräsentiert wirklich Gottes Königsherrschaft auf Erden? Und die dritte und spannendste und interessanteste Frage vielleicht für uns ist, wie und warum greift Gott in die Geschichte der Welt ein? Also manche denken ja, Gott tut gar nichts, weder Gutes noch Böses und hält sich das sehr vornehm zurück und hat vielleicht die Welt geschaffen, aber inzwischen ist er dann eher auf Pause gegangen. Aber das Buch der zweiten Chronik zeigt uns was völlig anderes, zeigt wirklich, dass Gott eingreift und vor allem auch, wie er eingreift und warum er in die Geschichte eingreift. Und da werden wir ganz viele Beispiele sehen, wie Gott in die Geschichte des Menschen und der Welt eingreift. Und das ist natürlich auch in der heutigen politischen Konstellation natürlich interessant. Wir werden zum zweiten Buch Chronik 6 Punkte durchgehen, die ersten 3 etwas kürzer. Und dann werden wir einen Schwerpunkt legen auf 4, 5 und 6. Es geht zunächst um die Quellen der Chronikbücher, weil die Chronik einige Angaben, sehr viele Angaben macht, wo sie ihre Informationen her hat. Dann werden wir behandeln Abfassungszeit, Verfasser und Adressaten, weil das für das Verständnis eines Buches immer wichtig ist, in welchen Kontext hinein, in welchen Zusammenhang geschichtlich ist das eigentlich geschrieben, wer war, steckt dahinter und wo gehört das rein. Und dann Inhalt und Aufbau des Chronikwerkes, ist ja eigentlich ein Gesamtwerk, 1. und 2. Chronik. Und da werden wir einiges dazu sehen. Dann die 3 großen theologischen Fragen, um die es dann hier geht. Einmal der Tempel in Jerusalem als Wohnsitz Gottes. Genau genommen ist es eigentlich Gottes Zweitwohnsitz. Dann das davidische Königshaus als Arm der Königsherrschaft Gottes. Also Gott regiert und er tut das in sichtbarer Weise durch seinen verlängerten Arm, das davidische Königshaus, wie wir das im zweiten Buch Chronik sehen. Und sechstens, dann sehen wir viele Ursachen, viele, viele Gründe, weshalb es Gott für nötig erachtet, in die Geschichte einzugreifen. Und wir sehen auch, dass er ganz eine riesen Palette hat von Möglichkeiten und Methoden, wie er in die Geschichte eingreift. Und das wird sich praktisch exemplarisch dargestellt am davidischen Königshaus. Das ist praktisch das Urbild und Superbeispiel, wie Gott in die Geschichte und in das Leben von Menschen und auch von Völkern eingreift. Und das ist hochspannend, hier einige Linien zu sehen, wie Gott das macht. Zunächst die Quellen der Chronikbücher. Es ist ganz klar, dass die Verfasser der Chronikbücher, die praktisch nach dem Exil ja leben, dass die
Quellen benutzen, und zwar zunächst mal alttestamentliche Bücher, die ganz offensichtlich zu ihren Lebzeiten bereits vorliegen. Und wir sehen hier, dass bei den Genealogien im ersten Buch Chronik ganz stark die fünf Bücher Mose, Josua, Richter, Ruth und 1. Samuel bekannt sind und benutzt werden, um diese Genealogien zu schreiben. Dann bei den Berichten über die Könige ist auch deutlich, dass 1. und 2. Samuel, was im Hebräischen ein Buch ist, und 1. und 2. König, was im Hebräischen auch ein Buch ist, also die Samuel- und Königsbücher praktisch auch dem Verfasser sehr gut bekannt sind und dass er darauf zurückgreift und Dinge ergänzt oder auch parallel wiederholt. Dann sehen wir, dass er Kenntnis einzelner Psalmen hat. Das wird deutlich in den Gebeten und auch Psalmen, die abgedruckt sind. Er weiß, kennt auf jeden Fall auch den Propheten Jesaja und Jeremia und Sacharja. Da gibt es ganz klare Beweise dafür, dass diese Propheten dem Verfasser bekannt sind. Und man kann zum Beispiel aus 2. Chronik 36, das ist da die Schlussnotiz von dem Edikt des Chores, da sieht man ganz deutlich, dass er zum Beispiel, dass ihm die Prophetien Jeremias zum Beispiel bekannt sind, sonst könnte das ja so nicht schreiben. Wir lesen dort in 2. Chronik 36 ganz am Ende, da heißt es, im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros sollte sich erfüllen, was Jahwe durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Jahwe bewegte den König dazu, in seinem ganzen Reich folgende Verfügung mündlich und schriftlich bekannt zu machen und so weiter. Also der entscheidende Punkt ist, soll es sich erfüllen, was Jahwe durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Und auch in Vers 21 haben wir die Information, so bekam das Land seine Sabbatruhe, Ruhe im Blick auf das Exil, solange die Verwüstung dauerte, bis die 70 Jahre voll waren und so erfüllte sich das Wort, das Jahwe durch Jeremia hatte sagen lassen. Also der Verfasser kann auf erfüllte Prophezeiungen, die bei Jeremia geschrieben sind, zurückschauen. Und diese Prophezeiungen finden sich in Jeremia 25, 12, 29, 10 und auch vielleicht die eine oder andere Stelle. Und auch in dem Bundesfluch 3. Mose 26. Und man sieht auch in 2. Chronik 35, 13, dass ihm Dinge aus 2. Mose 12 und 5. Mose 16 bekannt sind. Also der Verfasser greift praktisch auf alles Biblische zurück, was vor seiner Zeit bereits geschrieben ist und es liegt auch damit bereits vor. Interessant ist, dass er neben den biblischen Büchern, die zu seiner Zeit schon vorliegen, auch außerbiblische Quellen benutzt. Und man kann das strukturieren, je nach Themenkomplex, was hat er hier benutzt. Zu den Stammeslisten wird offenbar das Buch der Könige von Israel benutzt. So heißt es in 1. Chronik 9, Vers 1. Nur mal exemplarisch lesen. 1. Chronik 9, Vers 1. So hat er sich ganz Israel in die Stammeslisten eintragen lassen. Aufgeschrieben sind sie, also diese Stammeslisten, im Buch der Könige von Israel. Also es gibt ein Buch der Könige von Israel und das ist jetzt nicht unbedingt identisch mit dem Königsbuch. Dann zu David finden wir als Quellen, die bei der Davidsgeschichte, die in den Chronikbüchern verhandelt werden, da werden mindestens 4 Quellen genannt, die dazu beitrugen, dass der Verfasser das niederschreiben konnte. Er spricht von der Chronik des Königs David, er spricht von der Chronik des Sehers Samuel, er spricht von der Chronik des Propheten Nathan und er spricht von der Geschichte Gads des Schauenden. Gad war ein Prophet und der hat auch eine Geschichte verfasst. Und das sind Quellen, die jetzt nicht in der Bibel stehen, aber die benutzt wurden vom Verfasser. Dann zu Salomo ist auch die Chronik des Propheten Nathan hilfreich. Dann die Weissagung Achias von Shilo, ein anderer Prophet, wird an 2 Stellen genannt, dass er Grundlage ist für all das, was zum Propheten Salomo geschrieben steht oder was man darüber hinaus noch lesen kann. Ich lese mal 2. Chronik 9, 29, weil das so ganz typisch ist für diese Quellenangaben, die wir hier finden. Da heißt es, das ist ganz typisch so, was sonst noch über Salomo zu sagen ist, seine frühere und spätere Geschichte, findet man in der Chronik des Propheten Nathan, den Weissagungen Ahias von Shilo und in den Visionen des Seers Jedo, die dieser über Jerobeam, den Sohn Nebats, erhalten hat. Also da werden diese Bücher, diese Quellen
angegeben, wo man weitere Informationen haben kann und aus denen er sicherlich auch geschöpft hat. Oder die Vision des Sehers Jedo über Jerobeam, des Sohnes Nebats, genau, das war bei Salomo hier. Dann zu Rehabeam, da ist eine weitere Quelle, die Chronik des Propheten Schemaja, der dort bei Rehabeam aktiv ist und ihm zweimal auch begegnet und Wort Gottes sagt. Und die Chronik des Sehers Ido, der wahrscheinlich identisch ist mit dem Jedo, der weiter oben genannt wurde in 9,29. Bei Abia, dem Nachfolger Rehabeams, ist die Chronik des Propheten Ido erwähnt, wo man weiteres lesen kann. Und so geht es weiter. Bei Asa, Chronik der Könige von Juda und Israel als Quellenangabe, zu Josaphat, Chronik von Jehu, dem Sohn von Hanani, die ins Buch der Könige von Israel aufgenommen ist. Da wird sogar etwas angedeutet, dass aus dieser Chronik, dass die Bestandteil dann des Buches der Könige von Israel wurde. Das heißt, dass das Buch der Könige von Israel ist wahrscheinlich eine Zusammenstellung von verschiedenen Berichten von verschiedenen Propheten, die ihre Berichte geschrieben haben und die dann in das Buch der Könige von Israel aufgenommen wurden. Und das dient dann wiederum als Quelle für Chronik und möglicherweise auch fürs Königsbuch. Zu Joasch haben wir Erläuterungen zum Buch der Könige. Eine andere Formulierung, scheint nochmal ein eigenes Werk zu sein, nicht identisch mit dem Buch der Könige, sondern die Erläuterungen zum Buch der Könige. Und zu Amasja, einem weiteren König, heißt es das Buch der Könige von Juda und Israel. Da kann man weitere Informationen nachlesen über Amasja. Buch der Könige von Juda und Israel. Interessant ist, dass es manchmal auch andersrum genannt wird. Bei Usia heißt es, die Geschichte Usias ist aufgeschrieben vom Prophet Jesaja. Da wird man denken, naja, Jesaja hat das Prophetenbuch Jesaja geschrieben. Aber da findet man eigentlich nichts zu Usia, also nicht die Geschichte Usias. Man findet da nur, dass er im Todesjahr Usias, dass Jesaja sagt, im Todesjahr Usias bin ich berufen worden. Und hat da ein Berufungserlebnis geschildert. Aber wir finden im Buch Jesaja eigentlich keine Geschichte Usias. Also ist es ein anderes Buch, was Jesaja noch geschrieben hat. Diese Geschichte Usias, die muss er noch separat aufgeschrieben hat, die nicht in unserer Bibel steht. Zu den Königen Jotam und Ahas heißt es, wenn man was da mehr zu lesen ist über Jotam, kann man noch finden in der Chronik der Könige von Israel und Juda. Und bei Ahas heißt es, man kann noch mehr nachlesen über Ahas in der Chronik der Könige von Juda und Israel. Also da wird es umgestellt. Einmal Israel vorne, Juda hinten, dann Juda vorne, Israel hinten. Ich glaube aber, dass hier das gleiche Buch genannt wird, dass es mir halt beliebig war, die Reihenfolge hier zu nennen. Das ist aber wahrscheinlich das gleiche Werk. Bei Hiskia ist die Rede von der Offenbarung des Propheten Jesaja. Das ist wahrscheinlich das Prophetenbuch, denn dort gibt es einen längeren Abschnitt über Hiskia. Jesaja 36 bis 39 haben wir den Bericht über Hiskia im Jesaja-Buch und darauf wird hier Bezug genommen. Und die Chronik der Könige von Juda und Israel wird auch wieder erwähnt bei Hiskia. Bei Manasse finden wir die Chronik der Könige von Israel und die Chronik der Seher. In der Septuaginta heißt es die Chronik der Seher. LXX ist das Zeichen für Septuaginta. Aber im masoretischen Text, in Targum und in der Vulgata, heißt es nicht Chronik der Seher, sondern die Chronik Hoseas. Hoseas, ein unbekannter Prophet. Also eine weitere Quelle. Bei Josia, auch interessant, da wird von einem Klagelied für Josia geredet, da kann man mehr finden. Ich lese das mal in 2. Chronik 35. Eine sehr interessante Notiz, 2. Chronik 35, Vers 25. Der Josia ist ja dann in Kampf gezogen gegen Pharao Necho und ist da leider zu Tode gekommen. Und das war ein großer Verlust, weil er ein sehr frommer König hat, der sehr viel Gutes bewirkt hat. Und da heißt es in Vers 25, der Prophet Jeremia dichtete ein Klagelied für Josia. Also wir haben das Buch Jeremia von Jeremia, wir haben die Klagelieder Jeremias von Jeremia, aber in den Klageliedern geht es um die Zerstörung Jerusalems und nicht um den Tod, den plötzlichen Tod von Josia. Also das ist ein eigenes Klagelied, was Jeremia gedichtet hat. Der Prophet Jeremia dichtete ein Klagelied für Josia und alle Sänger und Sängerinnen,
der wird sogar gegendert hier. Alle Sänger und Sängerinnen besingen ihn bis heute in ihren Klageliedern. Also dieses Klagelied Jeremias über Joschia ist praktisch aufgenommen worden in den Fundus der Klagelieder von Sänger und Sängerinnen, wenn Klagelieder gesungen werden. Und das wurde zu einem festen Brauch in Israel. Diese Lieder stehen ja im Buch der Klagelieder, also Buch der Klagelieder, aber das ist nicht das Buch Klagelieder, was wir in der Bibel haben. Das sind andere Klagen. Ja. Also es ist eine reiche Buchproduktion gewesen im alten Israel. Auch nochmal wird erwähnt das Buch der Könige von Israel und Juda, wo man dann zu Joschia mehr Informationen findet. Und bei Joachim noch wird auch nochmal die Chronik der Könige von Israel und Juda erwähnt. Fazit zu den Quellen der Königsbücher. Wir haben offenbar zeitnahe Niederschriften der Ereignisse, sodass die Sachen relativ schnell schriftlich fixiert wurden von Leuten aus der Umgebung der Könige. Es gibt offizielle Schreiber am Königshof, die werden an 4 Stellen in der Bibel genannt, und zwar schon sehr früh. Bei Saul und auch bei David haben wir Leute, die offiziell damit befasst sind als Schreiber, und die mussten wohl auch praktisch Chroniken führen. Wir sehen ganz deutlich, dass die Propheten kritische Begleiter der Könige sind, also ein bisschen Check and Balance. Ja, die versuchen, haben zwar keine Staatsgewalt, aber sie haben geistliche Autorität und können im Auftrag Gottes dann auch Einfluss auf die Könige nehmen. Und sie begleiten die Könige kritisch, das heißt, sie kritisieren sie auch, wenn er das falsch macht. Sonst lässt der König sich ja vielleicht von niemandem was sagen. Aber die Propheten, die trauen sich das, im Namen Gottes den Königen, die Könige zurechtzuweisen und so weiter. Und deswegen haben diese Propheten auch Kommentare verfasst zu der Wirkungszeit dieser Könige und haben praktisch hier das geschichtlich dokumentiert, aus Gottes Warte beschrieben, und haben hier eigene Chroniken zu einzelnen Königen verfasst. Das ist sehr offensichtlich. Und dass es außer der Bibel noch viele, viele andere Bücher gibt in Israel, das wird deutlich in Qumran. Man hat Bruchstücke gefunden in Qumran von etwa 200 weiteren Werken, also literarischen Werken, Büchern, die nichts mit der Bibel zu tun haben, also die nicht biblische Bücher sind. Ja. Das heißt, das schriftliche Bücher vorhanden sind, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte Israels. Verfassungszeit, Abfassungszeit, Verfasser, Adressaten. Zunächst kann man mal die Abfassungszeit des Chronikwerkes eingrenzen. Ganz offensichtlich ist es nach 538 vor Christus verfasst, denn dort ist das Choresedikt, was in 2. Chronik 36, 22 erwähnt wird, also diese sehr bedeutsame Erlaubnis des Perserkönigs Kores, dass Israel wieder zurückkehren darf aus der Gefangenschaft, aus der babylonischen Gefangenschaft. Babylon war ja überwunden und jetzt durften sie zurückkehren in ihr Land. Das war 538 und das wird erwähnt, ist also das letztgenannte Ereignis hier im 2. Chronikbuch. Es ist aber auch deutlich, dass es älter sein muss als 300 vor Christus, also weiter zurückgeht in die Geschichte. Denn es ist in der Septuaginta aufgenommen als ein biblisches Buch. Und das ist frühe 2. Jahrhundert, ist die Septuaginta übersetzt worden, also das Hebräische ins Griechische übersetzt worden, und da war die Chronik dabei. Und damit sie auch übersetzt wird, muss sie schon längst als Wort Gottes angesehen worden sein. Auch Jesus Sirach, 190 vor Christus, zitiert aus 1. Chronik 15, ein längeres Zitat. Das heißt, 190 vor Christus liegt Chronik vor und er kann daraus zitieren. Auch Erwähnung bei Eupomelos, 150 vor Christus, bestätigt das nochmal. Fragment in Qumran gibt es, wo man nicht ganz genau datieren kann, aber vielleicht 200 bis 100 vor Christus wird es datiert. Also da gibt es klare Zeugnisse, dass das Chronikwerk da ist. Und es finden sich auch keinerlei griechischen Einflüsse. Und je weiter man in die Richtung Geburt Jesu kommt, also ab 333 war ja die griechische Herrschaft über Israel oder kurz danach. Und dann hat es immer mehr zugenommen, auch dann griechische Einfluss auf die Sprache und so weiter. Und das
Da so gar keine griechischen Einflüsse im Buch Chronik feststellbar sind, zeigt eher so, das muss vor 300 vor Christus verfasst worden sein. Also haben wir hier mal eine gewisse Eingrenzung. Es gibt dann zwei konkurrierende Meinungen. Es gibt die sogenannte Frühdatierung. Die geht davon aus, dass das Chronikwerk sehr kurz nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft aus Babylon verfasst worden ist, und zwar noch bevor der Tempel errichtet worden ist, 515 vor Christus. Das heißt, die Rückkehr war die Erlaubnis 38, bis sie dann zurückgekehrt sind, bis aufgeschrieben wird. Also Zeitfenster von 536 bis 515 vor Christus. Und wie wird hier argumentiert? Kurz folgende Argumentation: Man hat die Genealogien und da sind manche Dinge drin, die aber weiterreichen in der Geschichte. Und da sagt man, deswegen ist entweder die ganzen Genealogien oder zumindest dieser Abschnitt, der deutlich weiterreicht. Das ist ein Abschnitt über den Stammbaum des Davidshauses. Und der geht da über viele Generationen und reicht irgendwo bis 420 vor Christus oder so in der Größenordnung. Und da sagt man, das ist dann späterer Nachtrag. Das kann nicht original sein, weil es ja viel, viel jünger ist, wenn man diese Frühdatierung festhält. Hauptargument ist, dass man sagt, das gesamte Werk, 2. Chronik, verweist auf eine Zeit eigentlich genau zwischen Choresedikt und Tempeleinweihung. Und woran erkennt man das? Einmal, es wird die Zeit der Schöpfung rekapituliert, man fängt ja bei Adam an, bei Adam und Eva buchstäblich, wird angefangen und es geht bis in die Gegenwart. Und da ist das Choresedikt ein wichtiger Stichwort, was ja am Ende hier geschrieben steht. Also von daher wird es auch in dieser Zeit dann niedergeschrieben worden sein. Sprachliche Beobachtungen, dass alles in Hebräisch ist und nicht bei Esra und Nehemia, wo auch manches in Aramäisch findet, ja, oder auch bei Daniel, wo sich manches in Aramäisch findet, auch verschiedene andere sprachliche Beobachtungen führen dahin, dass man es eher etwas früher ansetzt. Und dann werden die Katapulte erwähnt, die da beschrieben werden, 2. Chronik 26, 15 als Kriegsmaterial bei Hiskia. Und da wird gesagt, naja, diese Katapulte, wird von anderer Seite gesagt, diese Katapulte sind erst im 4. Jahrhundert vor Christus benutzt worden, nachweislich. Also das ist ein Anachronismus, das passt gar nicht in die Zeit von Hiskia. Aber da gibt es wieder Gegenargumente, dass man inzwischen da Funde gemacht hat, wo beschrieben wird, dass es doch so Katapulte schon um 730 vor Christus gab, also durchaus auch in der Zeit Hiskias, waren dann sehr moderne Waffen damals, dass man Steine schleudern konnte oder als Mauerbrecher das benutzen konnte. Und von daher ist es, das ist kein Anachronismus, ist also kein Argument, die Katapulte sind kein Argument, dass es nicht sehr früh geschrieben worden sein kann oder früh der Fall sein kann. Dagegen gibt es die zweite Hauptposition, die Spätdatierung, der ich mich persönlich auch anschließe. Und die datiert es deutlich später, also zwar 425 bis 400 vor Christus. Und die Argumentation, die hier ist, hat verschiedene 6 Argumente insgesamt. Einmal die Beziehung zwischen Chronikbüchern und Esra Nehemia. Da gibt es klare Bezugnahmen, dass man sieht, da ist gegenseitige Kenntnis da von Stellen in Nehemia und Esra, auch in 1. und 2. Chronik. Also das passt sehr gut in die gleiche Zeit, dass hier der Chronist mit den Gegebenheiten in Nehemia und Esra vertraut ist. Manche sagen, wir haben eine fortschrittlichere Organisationsstruktur bei den Sängern und Torwächtern im Vergleich zu Esra und Nehemia, also müsste es eher ein bisschen später sein. Aber solche Argumente sind immer sehr subjektiv und nicht so ganz stichhaltig. Das kann ja früher auch mal fortschrittlicher sein und dann wieder weniger fortschrittlich werden. 2. Chronik 8, 3 bis 4 setzt das persische Verwaltungssystem voraus, wird gesagt, ist auch nicht zwingend. Das ist so eine geografische Notiz,
kann sein, aber muss auch nicht unbedingt sein. Aber ein ganz wichtiges Argument für die Frühdatierung, für die Spätdatierung, ist, dass es eine Münze erwähnt wird in 1. Korinther 29, 7, nämlich dass damit Dareike bezahlt wird. Und diese Münze, die hat Darius der Erste herausgegeben, der hat 521 bis 486 vor Christus, war er König, hat gewirkt. Und er hat in der Anfangszeit seiner Regierung, also nicht gleich im ersten Jahr, aber nachdem er ein paar Jahre dran war, hat er diese Münze Dareike herausgegeben, mit der da bezahlt wird in 1. Chronik 29. Und die ist aber erst nach unserem heutigen Wissen, erst nach 515 vor Christus, also nachdem der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut war, erst danach ist diese Münze überhaupt in Umlauf gekommen. Und das würde praktisch voraussetzen, dass das Chronikbuch, wenn es hier diese Dareike als Zahlungsmittel erwähnt, dass es eine Zeit ist nach 515. Ein Hauptargument für diese Spätdatierung ist die Genealogie der davidischen Königslinie, die ganz weit weit reicht, und zwar bis in die Zeit von 425 bis 413 vor Christus. Das ergibt die Rekonstruktion dieses Stammbaums Davids, nämlich die Geburt von Anani, der wahrscheinlich in der sechsten Generation nach der Rückkehr ist. Und da kommt man eben auf den Zeitraum 425 bis 413 vor Christus. Also wenn der erwähnt wird, dann muss der Verfasser von Chronik also auch in jener Zeit leben, wo der Anani dann auch schon geboren ist, sonst kann er ihn ja nicht in den Stammbaum aufnehmen. Also das zeigt einfach, dass in jener Zeit dann damit zu rechnen ist. Und wenn Esra und Nehemiah die Verfasser sind, wofür es gute Gründe gibt, dann hatten ja etwa maximal so bis 400 vor Christus gelebt. Und dadurch ergibt sich eigentlich diese Eingrenzung, die wir gerade hier oben hatten, die Spätdatierung, dass die Chronikbücher möglicherweise nach Esra und nach Nehemiah geschrieben sind, um 425 bis 400 vor Christus. Argumente für Esra und Nehemiah als Verfasser. Ich habe gesagt, es gibt gute Gründe, die man anführen kann. Baba Batra ist eine Schrift der Rabbinen und die nennen Esra und Nehemiah als Autoren der Chronik. Das ist praktisch die offizielle jüdische Meinung, dass Esra und Nehemiah diese berühmten Leute das geschrieben haben. Und in der Tat ist es so, dass Esra und Nehemiah alle Voraussetzungen erfüllen. Wirklich, die erfüllen alle Voraussetzungen, bringen alles mit, um das Werk der Chronik zu schreiben. Beide waren nämlich praktisch Spezialbeauftragte des Königs Artaxerxes Longimanus, oder auch bekannt als Artaxerxes der Erste, der 464 vor Christus bis 424 vor Christus gelebt hat. Und der hat sowohl den Esra 458, 457 vor Christus nach Jerusalem geschickt, vom persischen Hof aus nach Jerusalem geschickt, um dort eine religiöse Reform durchzuführen und das Volk Israel im Gesetz Gottes zu unterweisen. Und er war auch der gleiche, der dann Nehemiah einige Jahre später, 444 vor Christus, geschickt hat, um die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, die Stadtmauern zu bauen. Und da hat er einen 12-jährigen Dienstauftrag gehabt und der wurde dann nochmal verlängert. Nehemiah als Sonderbeauftragter des Artaxerxes. So haben beide in Persien gewohnt und dort auch Zugang zu Quellen gehabt, sind dann beide auch nach Jerusalem gekommen und haben dort viele, viele, viele Jahre gewirkt und waren natürlich mit Leib und Seele ihrer Aufgabe verbunden. Von daher hatten sie enormes persönliches Interesse an diesem Thema, dieses Geschichtswerk zu schreiben. Sie hatten die geschichtliche, also historischen Kenntnisse, sie hatten die theologische Bildung, um dieses Werk wirklich zu schreiben, und Zugang zu den Quellen, die da aufgeführt sind. Sie hatten die literarische Kompetenz, sehen wir auch im Buch Esra Nehemiah, dass hier literarische Kompetenz vorliegt. Und vor allem hatten sie auch die geistliche Akzeptanz im Volk, dass wenn die ein Werk schreiben und herausbringen, dass das natürlich auch sehr schnell erkannt wird, dass hier das geistlich kompetent ist und von Gott autorisiert ist. Also die geistliche Akzeptanz im Volk,
um ein solches Geschichtswerk in Angriff zu nehmen. Hinzu kann man sagen, es gibt linguistische, stilistische, theologische und auch ideologische Ähnlichkeiten zwischen Chronik und Esra Nehemia. Da gibt es sehr viele Bezüge und Querverbindungen in vielerlei Hinsicht, was also auch nahelegt, dass hier der gleiche Verfasser am Werk ist. Adressaten, an wen wurde die Chronik ursprünglich geschrieben? Ursprünglich an die Bürger der damaligen persischen Provinz Judäa. Also an diese Rückkehrergemeinde, die da sich etabliert hat und dann jüdischen Brückenkopf da wieder hatte im Land Israel, wobei natürlich die große Mehrzahl der Bevölkerung noch außerhalb lag. Und die waren sicherlich auch im Blick. Es war die zweite Adressatengruppe, nicht nur die Bürger in Jerusalem und der ganzen Provinz Judäa, sondern natürlich hatten sie alle Exiljuden im Blick, inklusive des Nordreichs, die zum Volk Jahwes gehörten, um denen Hilfe zu geben, im Glauben zu bleiben und die Geschichte mit Gottes Augen zu sehen. Und da hat es ja einen ganz wichtigen, wertvollen Dienst, dass diese ganze Katastrophe des Exils, Zerstörung des Tempels und so weiter theologisch auch richtig eingeordnet wird. Und von daher war das sehr wichtig, so ein Werk zu schreiben und diese Geschichtstheologie zu verbreiten. Die Adressaten, merkt man, das müssen sicher Juden sein in erster Linie, die diese benutzten Quellen, die da angegeben sind im Chronikbuch, offenbar auch gut kannten und die mit der Geschichte Israels einfach total vertraut waren, weil es einfach Allgemeingut war, Kulturgut im Volk Israel. Also waren diese Quellen und auch die biblischen Geschichten, die Geschichte Israels im Groben sehr vertraut. Inhalt und Aufbau der Chronik, das geht sehr schnell. Wir haben das letzte Mal gesehen, das erste Buch Chronik hat da zwei Teile. Einmal die Geschlechtsregister von Adam über Abraham bis zu den verschiedenen Stämmen Israels, erst 9 Kapitel. Und dann dieser geschichtliche Teil, der reicht vom Tod Sauls, geht über die ganze Regierung Davids bis hin zu den Vorbereitungen des Tempelbaus. Und damit schließt dann das erste Chronikbuch, aber das Chronikwerk ist ja ein Buch nur, ein Werk. Und deswegen muss man schauen, wie geht das dann weiter. Der dritte Teil ist dann die Regierung Salomos und der Tempelbau, der durch Salomo durchgeführt wird. 9 Kapitel hier wieder. Und fast der ganze Rest ist dann die Geschichte der Könige, nämlich der jüdischen Könige, Rehabeam bis Zedekia. Und dann eben die babylonische Gefangenschaft, die in der Regierungszeit Zedekias dann sich ereignet hat. Und dann ist es eigentlich fertig und dann kommt noch ein Paukenschlag. Dann springt es 70 Jahre, und nicht ganz, 50 Jahre wird gesprungen, von der Zerstörung Jerusalems und des Tempels und der babylonischen Gefangenschaft, 586 vor Christus, wird dann 50 Jahre gesprungen bis zur Rückkehrerlaubnis aus der babylonischen Gefangenschaft durch König Kores, dass Gott den Kores erweckt hat, um diese Rückkehrerlaubnis zu erteilen. Alles nochmal ein richtiges fettes Ausrufezeichen, dass es nicht endet mit der babylonischen Gefangenschaft, sondern dieses Lichtblick der Rückkehr und dann bricht es ab. Die Besonderheiten im Inhalt und Aufbau der Chronik ist, dass ein klarer Fokus ist auf das davidische Königshaus. Also ausschließlich wird eigentlich das davidische Königshaus beleuchtet. Die Nordreichkönige werden völlig außen vor gelassen. Nur ganz sporadisch mal, wo sie zum Verständnis wichtig sind, werden sie herangezogen. Aber im Grunde genommen ist das Nordreich völlig ausgeblendet. Dann werden 5 Könige besonders betont und hervorgehoben. Und das merkt man daran, dass das sehr ausführliche Berichterstattung ist. Und das ist manchmal ein bisschen erstaunlich, man würde nicht bei allen erwarten, dass jetzt diese 5 so stark hervorgehoben werden von den Königen, weil die in Königsbüchern anders gewichtet werden. Aber im Buch Chronik wird Rehabeam, Asa, Josaphat, Hiskia und Josia, diese Könige hervorgehoben. Die ersten beiden waren positiv, aber dann auch negativ. Und die anderen 3, Josaphat, Hiskia und Josia, waren nur positiv.
und vor allem Hiskia, Josia herausragende Erweckungskönige. Also er konzentriert sich hier auch auf das Positive mehr als auf das Negative. Dann vor allem die Besonderheit der Chronikbücher, diese geschichtstheologische Perspektive. Also wird zum Beispiel mit Gottes Augen auf die Geschichte geschaut. Oder besser gesagt, uns wird gesagt, wie Gott die Geschichte sieht. Und da haben wir einige Dinge, die in der Bibel völlig selbstverständlich sind und die heute im heutigen modernen Denken eher ganz anders gesehen wird und ausgeklammert wird, überhaupt nicht gesehen wird oder völlig anders beurteilt wird. Und da beißt sich praktisch das, was die Bibel sagt und lehrt und wie Gott die Sache sieht, wie das wie die moderne westliche Welt vor allem Dinge heute sieht. Der erste Punkt ist das Eingreifen Gottes in die Geschichte. Das ist so was Fundamentales und Selbstverständliches in der Bibel, dass Gott das tut. Aber heute im Denken der Politiker, im Denken von Otto Normalverbraucher, der jetzt einfach nur Namenschrist ist oder gar nichts glaubt oder so, da rechnet man überhaupt nicht damit, dass Gott in die Geschichte eingreift, wenn es ihn überhaupt gibt. Aber wenn es ihn gibt, dann lässt er uns hier schön in Ruhe und greift nicht in die Geschichte ein. Das ist sowas von selbstverständlich im Denken der modernen westlichen Menschen. Das ist im Islam völlig anders. Die rechnen durchaus mit dem Eingreifen Gottes. Die haben also da ein viel biblischeres Geschichtsbild als die westliche säkularisierte Gesellschaft. Also das Eingreifen Gottes in die Geschichte, und wir werden es noch ausführlich sehen, wie Gott das wirklich macht und warum er das macht. Dann haben wir eine Theologie unmittelbarer Vergeltung. Also so im Prinzip, Gehorsam bringt Segen und Ungehorsam bringt Gericht und Fluch. Ja? Dass Sünde auch vergolten wird und zwar manchmal auch relativ schnell auf dem Fuß bestraft wird. Dann der Fokus auf das Gesetz, des Gesetzes Mose, das muss eingehalten werden. Aber Gott hat nicht nur Interesse an einer rein formalen Beachtung des Gesetzes, sondern er will, dass die innere Haltung stimmt. Dass das Herz bei Gott ist, dass das Herz, dass der Mensch Gott sucht, dass er von ganzem Herzen Gott nachfolgt und sein Gebot hält und in dieser Spur läuft. Eine weitere geschichtstheologische Perspektive ist, dass das Haus David die entscheidende Bedeutung hat. Also die Wichtigkeit des Hauses Davids wird extrem herausgehoben und das ist natürlich in der heutigen Politik wird es auch nicht gesehen und die Moslems sehen es schon mal gar nicht, dass das Haus Davids irgendeine Bedeutung hätte. Ja, aber in der Bibel wird gesagt, das Haus Davids, aus dem ja dann auch Jesus kommt und wenn er wiederkommt, wird er auf dem Thron Davids regieren, das ist von extremer Wichtigkeit. Und auch die Betonung von ganz Israel, wobei eine Notiz dann ist, dass zur Zeit der Rückkehr aus dem Exil Israel noch nicht vereinigt war. Es war noch nicht ganz Israel, weil es im Exil war und das Nordreich noch nicht mit dem Südreich vereinigt war, nur ganz vereinzelt waren welche dabei. Aber es wird immer von ganz Israel gesprochen. Gott hat einen Plan auch mit ganz Israel, mit allen Stämmen. Geschichtstheologische Perspektive. Wir haben eine differenzierte Beurteilung der Könige nach Salomo. Wird jeder König immer genau beurteilt, wie er in Gottes Augen seine Regierungszeit zu bewerten ist. Und wir haben fünf Könige, die ausschließlich positiv beurteilt werden. Abia, Josaphat, Jotham, Hiskia und Josia. Wir haben acht Könige im Südreich, die ausschließlich negativ beurteilt werden. Joram, Ahasja, Atalja, Ahas, Amon, Joachim, Joachim und Zedekia. Da ist also nichts Gutes an denen, sondern die werden ausschließlich negativ beurteilt. Aber Gottes Urteil über die Könige ist sehr differenziert. Es gibt weitere Kategorien. Es gibt die Kategorie anfangs positiv und dann negativ. Das sind die tragischen Gestalten ein Stück weit. Ja. Rehabeam, der war durchaus, abgesehen von seiner Sturheit, die zur Reichstrennung geführt hat, aber das war von Gott auch so gewollt und veranlasst, war er zunächst auch sehr positiv, hat auch Gottes Hilfe erfahren. Und dann ist er aber doch abgefallen mit negativen Konsequenzen. Asa genauso, der war sehr, sehr lange extrem positiv und hat dann aber sich total verschlechtert an einem bestimmten Zeitpunkt. Joasch auch, Amasja und auch Usia, der dann ins Tempelamt eingriff und so weiter. Also da gibt es auch fünf Gestalten, die ein bisschen tragisch sind, weil sie einfach gut angefangen haben, aber schlecht geendet haben.
Und das möge Gott behüten, dass du einer so einer bist, der gut anfängt und dann aber ein schlechtes Ende nimmt. Es gibt ein Beispiel, der sehr negativ beurteilt wird, aber am Ende die Kurve kriegt und sich bekehrt und noch viel Positives wirkt dann am Ende seines Lebens, Manasse. Das ist ein einziges Beispiel, wo jemand so extrem negativ durchstartet und von Gott aber rumgedreht wird. Das kommt auch mal vor, ist aber viel seltener als andersrum, dass positive Anfänge dann nicht durchgehalten werden bis zum Schluss. Und einer ist ohne Beurteilung, der Joahas, vielleicht deswegen, weil er nur drei Monate regierte. Und muss man sagen, vielleicht zu kurz für eine Bewertung, ne? Wie bei den Fußballspielern, die da so 10 Minuten vor Schluss eingewechselt werden, da gibt es dann auch kein Urteil über die, wenn sie nur 10 Minuten gespielt haben. Wir kommen jetzt zum ersten großen theologischen Thema, der Tempel in Jerusalem als Wohnsitz Gottes. Und da habe ich jetzt 4 Folien dazu, um das zu zeigen, was da alles geistlich-theologisch dahinter steckt und was das für die Chronik bedeutet. Das Erste, was wir sehen, ist hier auf dieser ersten Folie, dass das Thema Tempel das zentrale Thema der Chronikbücher ist. Merkt man allein quantitativ, wie viele Kapitel und Abschnitte und Texte sich mit dem Tempel befassen und welche Themen hier alles eine Rolle spielen. Und ich habe hier eine Themenliste von 9 Themen zum Thema Tempel und die zum Teil mit mehreren Kapiteln behandelt werden. Es ist die Rückführung der Bundeslade, die beim ersten Mal misslingt und beim zweiten Mal gelingt und zu einem Riesenfreudenfest führt. Es ist der Berg Moria als der Tempelstandort, deswegen die ganze Geschichte, auf die wir noch zu sprechen kommen, mit dieser Volkszählung und dem Gericht Gottes, aber in diesem Gericht gibt Gott auch Gnade und schlussendlich kommt es zur Offenbarung des zukünftigen Tempelstandorts auf dieser Tenne Ornans auf dem Berg Moria. Dann das Thema Material für den Tempelbau, also welche Materialien an Holz, Gold, Silber, Bronze und so weiter, edle Steine und sonstige Materialien alles beschafft werden musste für den Tempelbau. Das haben wir fast zwei Kapitel darüber. Dann der ganze Tempelkult und das Tempelpersonal, was dann in diesem Tempel agierte, haben 5 Kapitel allein darüber, 1. Chronik 23 bis 27. Dann der Tempelbau als solcher, der in über 4 Kapiteln beschrieben wird, wo es darum geht, in 2. Chronik 1 bis 5, Vers 1. Dann die Tempelweihe, weitere fast 3 Kapitel, wo dann beschrieben wird, wie dieser Tempel, wie das war bei dieser Einweihung des Tempels. Dann haben wir zweimal, wird berichtet, dass der Tempel, der völlig da niederlag und vernachlässigt war, teilweise geschlossen war, wie er wieder neu in Stand gesetzt wird und wie eine Erneuerung des Tempels und des Tempelkultus stattfindet unter diesen beiden Erweckungskönigen, einmal unter Hiskia und einmal unter Josia, nimmt breiten Raum ein. Und dann, es gibt auch Geschichten, wo die Priester sich mal entgegen ihrer sonstigen Art und auch Aufgabe, aber wo die Priester sich in die Politik einmischen und Politik auch mitgestalten, vor allem bei Joasch ist der Fall, der da über Jahre versteckt wird und dann durch einen Putsch des Priesters Jojada, den er anzettelt und anführt im Sinne Gottes, dann Joasch wieder auf den rechtmäßig auf den Thron Davids kommt, denn seine Mutter Athalia hat ihn unrechtmäßig besetzt. Und da werden Priester sehr positiv geschildert, wie sie zum Wohle des Staates, zum Wohle des Davidshauses hier eingreifen. Aber auch die Tempelzerstörung wird berichtet. Also das Thema Tempel in Jerusalem ist ein Riesenthema in 2. Chronik. Die Sonderstellung Jerusalems und des Tempels wird dann an verschiedenen Punkten deutlich. Und das ist jetzt das geistlich Wichtige. Wo wohnt Gott? Er wohnt in Jerusalem, er wohnt im Tempel. Warum ist das so? Wir sehen die Erwählung Jerusalems als Wohnsitz des Namens Jahwes. Eigentlich ist es Gottes Zweitwohnsitz. Und dazu lese ich jetzt mal 2. Chronik 6, Vers 5 bis 6a. 2. Chronik 6, Vers
5 bis 6. Seit der Zeit, da redet Gott. Nein, Entschuldigung, Salomo spricht ja im Gebet zu Gott. Seit der Zeit, Vers 4, er sagt, gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, der mit seiner Hand wahrmachte, was er meinem Vater David mit dem Mund versprach. Und in diesem Gebet zu Gott zitiert Salomo jetzt Gott, was Gott zu David vorher gesagt hatte. Und jetzt wird Gott zitiert. Seit der Zeit, als ich mein Volk aus Ägypten führte, habe ich in keinem der Stämme Israels eine Stadt erwählt, um dort einen Wohnsitz für meinen Namen errichten zu lassen. Ich habe auch niemand als Herrscher über mein Volk bestimmt. Es gab eben keinen Tempel, es gab kein Zentralheiligtum, es gab keinen Ort, wo Gott wohnen wollte, es gab keinen König. Ja. Es war eben auch eine Richterzeit dann. Ne? Aber jetzt habe ich Jerusalem als Wohnsitz für meinen Namen erwählt und David zum Herrscher bei meinem Volk Israel. Ja. Aber da gab es eine Änderung. Und jetzt habe ich Jerusalem als Wohnsitz für meinen Namen erwählt. Oder Kapitel 12, Vers 13. Kapitel 12, Vers 13 heißt es, König Rehabeam festigte seine Herrschaft, regierte weiter in Jerusalem. Er war 41 Jahre alt, als er die Herrschaft antrat. 17 Jahre regierte er in Jerusalem, der Stadt, die Jahwe aus allen Stämmen Israels als Wohnsitz für seinen Namen bestimmt hatte. Ja. Und in 33, Vers 7 wird es nochmal bestätigt. Also Jahwe hat sich Jerusalem als Wohnsitz für seinen Namen erwählt. Dann der Tempelbau durch Salomo geschah auf Geheiß, also auf Befehl und Anordnung Gottes. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig und deswegen lese ich hier einige Stellen. 1. Chronik 17, Vers 1 bis 6. Als nun David in seinem Palast wohnte, sagte er eines Tages zum Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne hier in einem Palast aus Zedernholz und die Bundeslade Jahwes steht nur in einem Zelt. Nathan sagte, tu, was du auf dem Herzen hast, denn Gott ist mit dir. Aber in der folgenden Nacht kam ein Wort Gottes zu Nathan. Geh zu meinem Diener David und richte ihm aus. So spricht Jahwe, nicht du wirst mir das Haus zur Wohnung bauen. Jetzt wird es zitiert, was der Salomo vorher zitiert hatte. Seit ich Israel aus Ägypten herausführte, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt, sondern bin bis heute in einer Zeltwohnung umhergezogen, also in dieser Stiftshütte, diesem mobilen Tempel sozusagen. Habe ich während dieser ganzen Zeit jemals zu einem der Führer Israels, den ich aufgetragen hatte, mein Volk Israel zu weiden, gesagt, warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? Also David soll kein Haus bauen, aber sein Sohn soll es bauen. In Vers 12 heißt es nämlich, da heißt es, wenn deine Zeit abgelaufen ist, Vers 11, und du gestorben bist, werde ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf dem Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Der wird dann ein Haus für meinen Namen bauen. Also hier wird es ganz klar gesagt, dass Salomo dieses Haus für den Namen Gottes bauen wird. In 28, 1 bis 3, David ließ alle Oberen Israels nach Jerusalem kommen, die Anführer der Stämme und die Anführer der Abteilung, die im Dienst des Königs standen, die Anführer der tausend Hundertschaften, die Verwalter und alle Verwalter über alle Güter und Herden, die dem König und seinen Söhnen gehörten, dazu die Hofbeamten, die Elitetruppe und alle tüchtigen Krieger. Also eine Riesenversammlung, ja, weil er ihnen etwas Wichtiges zu verkündigen hatte. Der König David stand auf und sagte, hört zu, meine Brüder und mein Volk. Es liegt mir am Herzen, ein Haus der Ruhe für die Lade des Bundes mit Jahwe und den Fußebene unseres Gottes zu bauen. Und ich habe Vorbereitungen für den Bau getroffen. Doch Gott hat zu mir gesagt, nicht du wirst meinem Namen ein Haus bauen, denn du bist ein Mann der Kriege und hast Blut vergossen. Ja. Und in Vers 6 sagt er dann, immer noch in dieser Ansprache, Gott sagte zu mir, dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen. Den habe ich mir als Sohn erwählt und ich selbst werde ihm Vater sein. Und in Vers 10 heißt es dann, siehe nun, Jahwe hat dich erwählt, sagt dann vor dieser Versammelmannschaft, bei dieser Veranstaltung sagt dann David zu seinem Sohn Salomo, siehe, Jahwe hat dich erwählt, ihm ein Haus als Heiligtum zu bauen, sei stark und handle. Also der Tempelbau
durch Salomo, war auf Geheiß Jahwes. Gott hatte Salomo erwählt und bestimmt, ihm das Haus zu bauen. Und das wird auch noch an weiteren Stellen bestätigt. Drittens, Gott hat diesen Tempel dann als Opferstätte und Wohnsitz erwählt. Das lesen wir in 2. Chronik 7, Vers 12 und Vers 16. Da lesen wir, er erschien ihm, also als nun Salomo das Haus Jahwes und das Haus für den König vollendet hatte und alles gut gelungen war, was er sich vorgenommen hatte, erschien ihm, also dem Salomo, Jahwe in der Nacht und sagt zu ihm, ich habe dein Gebet erhört, das Tempelweihgebet, und dieses Haus als Opferstätte angenommen. Also Gott hat es bestätigt, ich habe dieses Haus akzeptiert, als Opferstätte angenommen. Und dann gibt er verschiedene Anweisungen. Aber ich habe dieses Haus als Opferstätte angenommen. Und in Vers 16 sagt er, jetzt habe ich dieses Haus erwählt und zu meiner heiligen Stätte gemacht. Hier soll mein Name für immer wohnen und meine Augen, mein Herz werden jeden Tag dort sein. Also Gott hat einen Zweitwohnsitz hier aufgemacht, im Tempel. Sein Name wird hier wohnen. Er wird seine Augen auf Jerusalem richten und seine Gegenwart hier haben. In Kapitel 33, Vers 7, noch eine letzte Stelle hier, die das bestätigt. 33, Vers 7. In diesem Haus und in Jerusalem, das ich mir aus allen Stämmen Israels ausgesucht habe, soll mein Name für immer wohnen. Ja, das hat Gott zu Salomo gesagt, wird hier nochmal zitiert. Also die Erwählung des Tempels als Opferstätte und Wohnsitz Jahwes. Aber es ist trotzdem klar, dass Gottes Wohnsitz nicht auf den Tempel beschränkt ist. Das ist ganz klar. Denn Gott wohnt im Himmel. Also von daher kann man eigentlich sagen, der Himmel ist sein Erstwohnsitz und der Tempel in Jerusalem ist Gottes Zweitwohnsitz. Ja. Es ist nicht auf den Tempel beschränkt. Und es war dem Salomo, der diesen Tempel gebaut hat, sowas von klar, dass er das ganz deutlich aussprach. Er sagt ja, das Haus, das ich bauen will, wird groß sein, denn groß ist unser Gott über alle Götter hinaus. Deswegen soll es groß sein. Aber Gott ist ja viel größer. Selbst der Himmel und das ganze Universum können ihn nicht fassen. Also der Himmel und das Weltall können, der Lufthimmel, Sternenhimmel, das Weltall können Gott nicht fassen. Er hat es ja geschaffen, er ist viel darüber hinaus. Wer ist überhaupt berechtigt, ihm ein Haus zu bauen? Eigentlich niemand, ja. Wer bin ich, dass ich es tun könnte? Ja. Also Gott ist nicht auf den Tempel beschränkt. Es ist völlig unmöglich, Gott in den Tempel einzusperren. Ja. Der Himmel und die ganze Universum können ihn nicht fassen. In Kapitel 6, Vers 18 sagt Salomo dann nochmal, aber will Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Stellen wir uns so als Frage in den Raum. Will Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Selbst der Himmel und das ganze Universum können dich nicht fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Also das ist nicht die wirkliche Wohnung Gottes. Er wohnt im Himmel, ja. Aber es ist so ein Zweitwohnsitz, so ein Stützpunkt hier auf Erden, wo er seine Gegenwart sichtbar macht. Ja, denn er wohnt im Himmel. Und das betont er in diesem Kapitel 6, in diesem Tempelweihegebet, kommt siebenmal, wird ausgesagt, in Vers 23, 25, 27 und so weiter bis 39, siebenmal betont der Bauer des Tempels, Salomo, er betont, dass Gott, für den er diesen Tempel gebaut hat, dass er im Himmel wohnt. Immer wieder, wenn du dann vom Himmel hörst, wenn wir beten zu diesem Tempel und du dann vom Himmel hörst, also immer du vom Himmel her hörst, du vom Himmel her. Himmel ist Gottes Erstwohnsitz. Und in 7, Vers 14 wird es nochmal bestätigt, da heißt es, wenn dann mein Volk, über den mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Also Gott wohnt im Himmel, Gott ist im Himmel, wir sind auf Erden, aber hat in diesem Tempel in Jerusalem eine Art Zweitwohnsitz eingerichtet, wo er sichtbar eine Dependance, also
Sitz hat. Und dieser Tempel wird dann tatsächlich zum Ort der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Das ist jetzt etwas Besonderes, dass das nicht nur jetzt symbolisch der Wohnsitz Gottes ist. Also wir haben einen Tempel gebaut zur Ehre seines Namens und deswegen ist er symbolisch hier da, sondern dass es wirklich faktisch auch zeichenhaft da ist, denn durch die Herrlichkeit Jahwes. 2. Chronik 5, Vers 14 heißt es, und die Priester, muss Vers 13 lesen, als die Trompeter und die Sänger einstimmig begannen, Jahwe zu loben und zu preisen, als der gemeinsame Klang von Trompeten, Zimbeln und den ganzen Instrumenten beim Lob Jahwes erklang, denn er ist gütig und seine Güte hört niemals auf, das war ein Psalmwort, was da gesungen wurde, da wurde das ganze Haus, das Haus Jahwes, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hineingehen, um ihren Dienst zu tun, weil die Herrlichkeit Jahwes das Haus Gottes erfüllte. Gott hat seine Gegenwart sichtbar gemacht durch diese Wolke als Zeichen seiner gegenwärtigen Herrlichkeit. Und somit war Gott präsent durch diese Wolke ausgewiesen. Kapitel 6, Vers 41 heißt es, und jetzt ziehe ein, Jahwe, unser Gott, komme zu deinem Ruheplatz, gemeint der Tempel, und begleite deine Lade, das Symbol deiner Macht. Lass an deinen Priestern, Jahwe, Gott, die Rettung sichtbar sein, möge deine Fromm des Guten sich freuen. Also es ist der Ruheplatz Jahwes, die Lade, Symbol seiner Macht, und er soll jetzt einziehen, und das hat er dann auch sichtbar gemacht. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, unmittelbar nachdem er es gesagt hatte, zieh jetzt bitte ein in dieses Haus, ne? Und jetzt ziehe ein, Jahwe, unser Gott, komm zu deinem Ruheplatz. Jetzt erhört Gott dieses Gebet, einige Verse weiter. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brand und die Freudenopfer und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus. Die Priester konnten das Haus Jahwes nicht betreten, weil die Herrlichkeit Jahwes es ausfüllte. Also einmal, als die Bundeslade überführt wurde in den Tempel, war das mit der Herrlichkeit Jahwes. Und jetzt bei der Tempelweihe war auch die Herrlichkeit Jahwes. Und damit war Gottes Gegenwart sichtbar gemacht in diesem Tempel. Der Tempelkultus war dann auch keine Erfindung von Menschen, sondern geschah auf Anordnungen Moses und Davids. Das haben wir in 2. Chronik 8, wird das zum Beispiel deutlich, Vers 12 bis 14. Da heißt es, von da an opferte Salomo die Brandopfer für Jahwe auf dem Altar Jahwes, den er vor der Halle des Tempels gebaut hatte, so wie es der Anordnung Moses für jeden Tag entsprach. Und Gott hatte Mose ja diese Opfergesetze gegeben. Auch an den Sabbaten, den Neumondstagen und an den Dreijahresfesten tat er das, dem Fest der ungesäuerten Brote, dem Wochenfest und dem Laubhüttenfest. Also hier wird kurz die Gesetzgebung zusammengefasst, wie der Opferkult ist, welche Tage da relevant sind. Also so wie es der Anordnung Moses für jeden Tag entsprach, Vers 13 und Vers 14, nach den Anweisungen seines Vaters Davids wies er die Abteilung der Priester in ihrem Dienst ein. Ebenso die Leviten, die für den Gesang verantwortlich waren und den Priestern und Torwächtern in ihren Dienstabteilungen halfen. Genauso wie es David, der Mann Gottes, festgelegt hatte. Also Mose hatte Festlegungen getroffen und David hat neue Festlegungen getroffen, vor allem was den Tempelkultus, das Ganze mit dem Gesang und so, Torwächter, alles betraf, hat David Anweisungen getroffen. Und wir wissen auch, dass David sagte, dass er diese Information von Gott bekommen hat. Ja, das finden wir in 1. Chronik 28. Dort sagt David dann am Ende, 28, 29, da heißt es, all das, sagte David, habe ich in schriftlicher Form aus der Hand Jahwes, die über mir war. Hat es von Gott eingegeben bekommen. Ja. All das habe ich in schriftlicher Form aus der Hand Jahwes, die über mir war. Er gab mir Verständnis für alle Details in dem Plan. Ja, das ist der Bauplan des Tempels.
und die ganzen Ordnungen. Also der Tempelkultus erfolgte gemäß göttlichen Anweisungen durch Mose und dann durch David. Und last not least, der letzte Punkt zum Thema Tempel. Die Tempelzerstörung war dann nicht ein Unglücksfall, der Gott überrascht hätte. War auch nicht ein Zeichen dafür, dass die Feinde und deren Götter halt stärker wären als Israel und der Gott Israels. Ganz und gar nicht, das Gegenteil. Die Tempelzerstörung war auf Befehl Gottes erfolgt. Und das hat Gott dem Salomo bereits angedroht, dass das drohen könnte, weil er sagt Folgendes. Sagt Gott dem Salomo, dem Erbauer des Tempels: Wenn ihr euch aber von mir abwendet, wenn ihr meine Vorschriften und Gebote nicht mehr beachtet und stattdessen anderen Göttern nachlauft und euch vor denen niederwerft, dann werde ich Israel aus meinem Land, das ich ihnen gegeben habe, herausreißen, also Exil. Dann werde ich dieses Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, keines Blickes mehr würdigen und es zum Gespött und zum Hohn für alle Völker machen. Ja, dieses Haus, das so erhaben war. Jeder, der vorübergeht, wird sich dann entsetzt fragen, warum hat Jahwe das diesem Land und diesem Haus angetan? Als Gericht über das Haus ist ein Werk Jahwes, so wie es ein Volk aus dem Land rausreißt, in die Verbannung schickt, so tut er auch den Tempel zerstören lassen und zerstört ihn. Warum hat Jahwe das diesem Land und diesem Haus angetan, dann wird man ihnen antworten, weil sie Jahwe, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten herausführte, verlassen und sich anderen Göttern zugewandt haben. Weil sie diese verehrt und sich vor ihnen niedergeworfen haben, hat er all dieses Unheil über sie gebracht. Und die Tempelzerstörung ist auch gemäß der Anordnung Jahwes, und das finden wir auch an weiteren Stellen, auch Jeremia macht das ganz deutlich, weil die Leute sich so auf den Tempel verlassen haben. Uns kann doch nichts passieren, hier ist doch der Tempel. Ja. Gott wird doch nie zulassen, dass der Tempel zerstört wird. Quatsch, sagt Jeremia. Gott wird es anordnen, dass der Tempel zerstört wird. Weil er hat es vorhergesagt. Ja. Und das findet sich im Propheten Jeremia und findet sich auch im zweiten Chronikbuch ausführlich bezeugt, dass die Tempelzerstörung das Gericht Gottes ist in Erfüllung des Bundesfluches. Wir kommen zum zweiten großen theologischen Thema, das Haus Davids als Arm der Königsherrschaft Gottes auf Erden. Wer repräsentiert eigentlich Gott? Die Amerikaner haben so ein bisschen die Vorstellung, dass die Amerikaner so das auserwählte Volk Gottes ist, das eine Mission hat, der Welt das Christentum zu bringen. Und von daher auch so ein bisschen der Präsident als Anführer dieses mächtigen Volkes, die von Gott eine Mission hat als christliche Nation, eine Mission für die Welt und so. Also fühlt vielleicht der Präsident sich vielleicht so ein bisschen als Repräsentant. Ja, dann gibt es in Rom jemanden, der sich als Stellvertreter Gottes ernannt hat. Früher schon, aber immer noch wird es genommen. Dann gibt es die Mullahs, die sich als Vertreter und Repräsentanten Allahs verstehen, vor allem die Schiiten im Iran, ganz besonderes Sendungsbewusstsein haben, auch die ganze islamische Welt mit ihrer religiösen Variante zu beglücken. Und wer repräsentiert Gott auf Erden? Ist es der Dalai Lama, wie manche denken, dass er Repräsentant Gottes ist und so weiter. Das Buch Chronik gibt eine klare Antwort, wer hier die Königsherrschaft Gottes auf Erden repräsentiert. Wir haben nicht nur das Tempelthema als ein Riesenthema, wie wir gesehen haben, mit ganz, ganz vielen Kapiteln, die vom Tempel handeln, sondern wir haben auch das Thema Könighaus Davids. In der Chronik befassen sich 20 von 65 Kapiteln mit dem Königtum Davids und weitere 9 mit dem Königtum Salomos. Das sind 29 Kapitel von 65, also das ist fast die Hälfte. David und Salomo stehen im Zentrum dieses Königtums Davids. Es gibt auch dann die Kapitel über die davidischen Könige, ja, aber David und Salomo stehen im Zentrum
wegen ihrer Verdienste um den Tempel. Also David hat es vorbereitet und der Salomo hat es ausgeführt. Klar, waren sich Verdienste um den Tempel. Der Tempel ist praktisch ein Gemeinschaftswerk von David und Salomo. Im Auftrag Gottes natürlich. Und sie stehen auch im Zentrum wegen ihrer vorbildlichen Treue zu Jahwe, besonders bei David. Salomo war ja nicht ganz so, aber dieses Negative wird weggelassen, wie wir noch sehen werden. Besonders bei David, und da wird immer wieder diese besondere Treue Davids betont. 2. Chronik 7, Vers 17. Und du, wenn du so vor mir lebst, wie dein Vater David, und meine Gebote, Vorschriften und Rechte beachtest, dann vorbildlich vor mir lebst, wie dein Vater David. Kapitel 11, Vers 17. 11, Vers 17 heißt es. Und sie trugen dazu bei, das Königreich Juda zu stärken und Rehabeams Herrschaft zu festigen. Das taten sie 3 Jahre, so lange, wie alle dem Vorbild Davids und Salomos folgten. Also David und Salomo als Vorbilder, dem man nacheiferte. Und Rehabeam war 3 Jahre, hatte diesen Kurs eingehalten. Von 17. Ja, dann abgefallen. Aber David und Salomo als Vorbilder werden sie erwähnt. In Kapitel 17, Vers 3 heißt es, Jahwe stand Josaphat bei, denn er folgte den früheren Wegen seines Vorfahren David. 28, 1. Im Alter von 20 Jahren wurde Ahas König und er regierte 16 Jahre in Jerusalem, anders als sein Vorfahr David, richtete er sich nicht nach dem, was Jahwe gefiel. Also hat sich von diesem Vorbild David abgewandt, anders als sein Vorfahr. Also zu der Messlatte, der Maßstab ist immer wie David. David war nicht fehlerfrei, aber war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und als er schwer gesündigt hat, hat er auch immer Buße getan und hat von Gott Gnade erfahren. Ja. David ist das große Vorbild an Treue. Mit seinem Herzen war David immer bei Gott und hat Gott geliebt und ist ihm nachgefolgt, auch wenn er nicht fehlerfrei war, aber er hat das richtige Herz gehabt für Gott, war ein Mann nach dem Herzen Gottes und er war Vorbild in seiner Treue zu Gott. 28,1 im Gegensatz zu Ahas, der davon total abgewichen ist. Aber anders bei Hiskia heißt es, wie sein Vorfahr David tat Hiskia, was Jahwe gefiel. Also David ist die Messlatte, alles orientiert sich, ist es wie David oder wie Salomo. Und in 34,2 noch einmal ein Satz bei Josia. Er tat, was Jahwe gefiel und folgte damit dem Vorbild seines Vorfahren David. Er ließ sich durch nichts davon abbringen. Also David und auch Salomo, aber noch mehr David, waren Vorbilder in der Treue zu Jahwe, denen nachzueifern war. Und sie haben enorme Verdienste um den Tempel gehabt und stehen im Zentrum der Chronikbücher, aber auch vom theologischen Denken her, von dieser Herrschaft Gottes, das Haus Davids als Arm der Königsherrschaft, da denkt man vor allem mal an David und Salomo, was er dann auch sehr positive Auswirkungen auch bis in die Heidenwelt hatte. Das Weglassen grob negativer Handlungen, das fällt auf. Das fällt total auf, dass der Verfasser der Chronik das nicht erwähnt. Natürlich weiß er darum, aber absichtlich hat er das nicht erwähnt. Erstens war es sowieso bekannt, diese Fehltritte. Und zweitens wollte er vor allem ermutigen und hat sich sowieso insgesamt viel mehr auf das Positive konzentriert. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten uns viel stärker auf das Positive konzentrieren und nicht nur so Deutschen sind Spezialisten, sich auf das Negative zu konzentrieren. Da müssen wir ausgewogener werden und sich viel stärker aufs Positive konzentrieren. Und das heißt auch mal dann negative Dinge, die sowieso schon jeder weiß, muss man auch nicht immer erwähnen. Ganz krass ist es, wenn man das so sieht, bei 1. Chronik 20, wenn man das liest. Also bei David wird der Ehebruch mit Bathseba weggelassen und der damit zusammenhängende Mord an Uriah, der tiefste Fall Davids wird total weggelassen, hat er sehr viel Schaden verursacht, aber Gott ist gnädig und bringt ihn zurecht. Ja, Bathseba wird da sogar noch, spielt nur eine Riesenrolle dann am Königshaus.
Aber wie das hier in 1. Chronik berichtet wird, das ist total frappierend. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch Joab zog mit dem ganzen Heer Israels los und verwüstete das Land der Ammoniter und belagerte Rabba. Wenn du parallel stehst in König liest, dann kommt jetzt die Bathseba-Geschichte. 2 Kapitel lang die David-Bathseba-Geschichte mit allen Konsequenzen. Aber hier in der Chronik heißt es, David selbst blieb in Jerusalem, Joab eroberte Rabba und zerstörte es. David nahm ihrem König die Krone vom Kopf und setzte sie selbst auf. Also er springt dann zu der Einnahme Rabbas, der Hauptstadt der Ammoniter, durch David und überspringt komplett die ganze Bathseba-Geschichte mit allem da, was da. Hochelegant, ja. Sehr interessant. Er lässt dieses Negative weg, weil er sich auf das Positive konzentrieren will. Bei Salomo auch, da lässt er einfach das Schlusskapitel weg bei Könige, wo von den vielen heidnischen Frauen geredet wird und den Götzendienst, wie die, als er dann alt war, der Salomo, haben die Frauen so lange gequengelt, dass er ihnen halt auch einen Tempel baute für ihre Götter. Und dann hat er eben nicht nur den Tempel Jahwes gebaut, sondern hat in Jerusalem auch andere heidnische Tempel gebaut für die Götter seiner Frauen. Natürlich ein Riesenfehler, ja. Als er eben alt war und schwach, nicht mehr so widerstandsfähig, haben die Frauen dann sein Herz beknetet und dann hat er denen nachgegeben, was ein Riesenschaden war, was auch zur Reichsdennung geführt hat. Aber das lässt er einfach weg, das ist auch bekannt und das lässt er weg. Entscheidend ist für ihn das Haus Davids als Arm der Königsherrschaft Jahwes, das sind nicht die Fehltritte im Fokus, sondern entscheidend ist die Nathan-Prophetie über das ewige Königtum Davids. Und das ist jetzt theologisch eines der wichtigsten Sachen, die wir im Alten Testament haben. 1. Chronik 17, 10 bis 14. Wir haben das auch in 2. Samuel 7, genau das Gleiche, wird auch dort berichtet und hier wird es nochmal wiederholt und dadurch verstärkt und bestätigt. 1. Chronik 17, Vers 10 bis 14, die entscheidenden Verse sind 10 bis 14. Sagt er: Ich habe alle deine Feinde gedemütigt und nun kündigt Jahwe dir an, dass er dein Königsgeschlecht bestehen lassen wird. Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du gestorben bist, will ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf dem Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Das war dann der Salomo, hat Gott dann auch erfüllt, was er versprochen hat. Der wird dann ein Haus für meinen Namen bauen, so ist es geschehen. Und seinem Königtum werde ich ewigen Bestand geben. Und wenn wir jetzt nicht an Jesus denken, der das dann erfüllen wird, muss man sagen, dann hätte Gott hier nicht Wort gehalten, weil das Königtum von Salomo ja auch untergegangen ist. Aber im Hinblick auf Jesus, dem Sohn Davids, der in seiner Wiederkunft dann auch auf dem Thron Davids als König sitzen wird und das Königtum ewig haben wird, das Königsherrschaft des Reiches Gottes wird dann auf kein anderes Volk mehr übergehen, wird das natürlich auch umgesetzt und Wahrheit werden. Aber das ist etwas, was wir glauben müssen, glauben können, aber jetzt nicht sehen. Aber das hat Gott hier versprochen. Und seinem Königtum werde ich ewigen Bestand geben, in Klammern, im Hinblick auf Jesus, Klammer zu. Ich werde sein Vater sein, er soll mir Sohn sein. Meine Gnade entziehe ich ihm nicht, wie ich sie deinem Vorgänger, dem Saul, entzogen habe. Saul war ungehorsam, dann wurde er weggeräumt. Keine Gnade. Hat Gott ihm seine Gnade entzogen. Aber bei David, dem Mann nach dem Herzen Gottes, hat Gott gesagt, meine Gnade wird nie von dir weichen. Ich werde meine Gnade dir bewahren. Meine Gnade werde ich ihm nicht entziehen, wie ich sie seinem Vorgänger entzog. Aber es bedeutet nicht, dass du dich darauf ausruhen kannst und sagst, naja, Gott kann ja machen, was ich will. Naja, was du tust, das hat immer Konsequenzen. Ich werde ihn für immer bestehen lassen in meinem Haus und in meinem Königtum und sein Thron soll alle Zeit fest bestehen. In der Parallelstelle in Samuel wird deutlich gesagt, dass wenn er sündigt, dann wird er gezüchtigt. Aber trotzdem wird die Gnade nicht von ihm und von dem Haus Davids weichen. Ja, das ist die Regel, die Gott aufgestellt hat. Ja, aber hier ganz klar die Betonung auf der Zusage, ich werde sein Königshaus für immer bestehen lassen, ich werde ihn für immer bestehen lassen in meinem Haus und in meinem Königtum und sein Thron soll alle Zeit feststehen. Ja. Das ist entscheidend, diese Zusage Gottes. Und die wird dann auch wiederholt in Kapitel 28, wird darauf Bezug genommen, auf diese Zusage, in der Rede
von David. Da zitiert Gott diese Zusage: Jahwe, der Gott Israels, hat mich aus der ganzen Familie meines Vaters dazu erwählt, für immer König über Israel zu sein, denn schon Juda erwählte er zum Fürsten und im Stamm Juda die Familie meines Vaters und den Söhnen meines Vaters hat er an mir Gefallen gefunden und mich zum König über ganz Israel gemacht. Und von den vielen Söhnen, die Jahwe mir geschenkt hat, es waren über 19, erwählte er meinen Sohn Salomo, der auf dem Thron der Königsherrschaft Jahwes über Israel sitzen soll. Er sagte zu mir: Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen, denn ich habe ihn mir als Sohn erwählt und ich selbst werde ihm Vater sein. Also in diesem Bundesverhältnis, wie Gott mit dem König war. Er ist mir Sohn, ich bin ihm Vater. Sein Königtum werde ich für alle Zeit festmachen, wenn auch er daran festhält, nach meinen Geboten und Rechtsordnung zu handeln, wie es heute der Fall ist. Also diese Einschränkung, sonst kann es schon auch wackeln, aber trotzdem wird seine Gnade nicht gänzlich weichen. Und in Vers 8 und 9 noch: Und nun vor den Augen von ganz Israel, der Versammlung Jahwes und vor den Ohren unseres Gottes, achtet auf alle Gebote Jahwe unseres Gottes und erforscht sie, damit ihr im Besitz dieses schönen Landes bleiben und es euren Nachkommen für alle Zeiten weiter vererben könnt. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und Verlangen der Seele, denn Jahwe erforscht alle Herzen und kennt unsere geheimsten Gedanken. Wenn du ihn suchst, lässt er sich von dir finden. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich für immer verstoßen. Also Gehorsam ist schon wichtig. Man kann dann auch Schiffbruch erleiden und von Gott weggestoßen werden. Aber trotzdem das Haus König, das Königshaus Davids, ein Nachkomme auf seinem Thron für immer, das hat Gott unverbrüchlich verheißen. 2. Chronik 7, 18 noch, als letzte Stelle hier, um das abzurunden. Da heißt es: Dann werde ich deine Herrschaft bestehen lassen, wie ich es deinem Vater David zugesagt habe, als ich den Bund mit ihm schloss. Es soll dir nie an einem Mann fehlen, der über Israel herrscht. Und im Blick auf Jesus Christus wird sich das dann auch erfüllen. Wir haben eine Ineinsetzung des Königtums Davids und Salomos mit dem Königtum Jahwes. Das ist natürlich, wenn das so ein Menschen wäre, das ist eine wahnsinnig kühne Behauptung. Aber es ist Gott, der es uns mitteilt, dass es so ist, dass es also praktisch zusammenfällt. Das Königtum Jahwes übt er mittelbar aus durch das Königtum Davids und Salomos. Und zwar sehen wir das an drei Stellen. Damit schließe ich dieses Königsthema. Jahwe übergibt David sein Königtum. 1. Chronik 10, Vers 17. 1. Chronik 10, Vers 17. Gibt es nicht. Darum lass dieser ihn kommen und übergab das Königtum David dem Sohn Isais. Als es von Gott die Rede hat, dem Saul das Königtum weggenommen. Darum ließ er den David kommen und übergab das Königtum, sein Königtum, dem David, dem Sohn Isais. In 17, Vers 14 wird das nochmal beschrieben. Ich werde ihn für immer bestehen lassen in meinem Haus und meinem Königtum und sein Thron soll allzeit feststehen. Also ich werde ihn für immer bestehen lassen, den David, in meinem Haus und meinem Königtum. Also Israel ist sein Haus und es ist sein Königtum. Jahwe übergibt David sein Königtum. Jahwe macht David zum Anführer über sein Volk, auch in Kapitel 17. Und Jahwe lässt Salomo auf dem Thron seines Königtums sitzen. Also es ist ein Stellvertreterkönigtum hier auf Erden, was praktisch Gottes Herrschaft hier stellvertretend repräsentiert. 1. Chronik 28, 5, ein Vers, 28, 5. Und von den vielen Söhnen, die Jahwe mir geschenkt hat, erwählte er meinen Sohn Salomo, der auf dem Thron der Herrschaft Jahwes
über Israel sitzen soll. Es ist nicht eine menschliche Königsherrschaft. Es ist der Thron der Königsherrschaft Jahwes über Israel. Und da soll er sitzen. Also Jahwe ist König über Israel und er will durch Israel die Welt beeinflussen und er herrscht durch Israel über die Welt und er will sich da kundtun und ausbreiten und sein Gotteserkenntnis mehren und so weiter. Und es ist, der Salomo sitzt auf dem Thron seines Königtums, seiner Königsherrschaft, der Königsherrschaft Jahwes. Und 29, 23, nochmal das Gleiche. So setzte sich Salomo anstelle seines Vaters als König auf den Thron Jahwes. Also der Thron Davids ist gleichzeitig auch der Thron Jahwes. Das ist der Punkt. In Einsetzung des Königtums Davids und des Königtums Jahwes, der Königsthron Davids ist auch ein Königsthron Jahwes. Es gibt im Chronikbuch, nachdem ja das Königtum zu Ende gegangen ist, die Monarchie ist erloschen, gibt es im König, in den Chronikbüchern keine Hoffnung, dass dieses Königtum, was jetzt unterbrochen worden ist, wieder aufgebaut wird, erneuert wird. Zum Beispiel könnte man meinen, die Rückkehrer haben vielleicht gehofft, dass Gott durch den Daviditen Zerubabel, der war Anführer der Rückkehrergemeinde und hat das organisiert und war dann auch praktisch das, was später Nehemia war für die Rückkehrergemeinde, war vorher Zerubabel. Er war Davidite, er kam aus dem Haus Davids, aber er war nie König. Er war zwar Statthalter, eingesetzt vom medopersischen König, vom persischen König, aber er war nicht König. Und das Chronik macht auch keinerlei Hoffnung, dass sich das ändern würde, dass es da wieder einen Daviditen als König gibt. Aber das bedeutet nicht, dass sie das nicht wussten, was die Propheten verkündigt haben. Nur, dass das nicht dokumentiert wird oder nicht angesprochen wird hier an dieser Stelle. Aber die Propheten haben genau das verkündigt. Die Propheten haben diese Hoffnung verkündigt auf ein ewiges Königtum durch den davidischen Messias. Und Hosea hat angekündigt, dass Israel lange, lange Zeit ohne König und ohne Tempel sein wird. Ja. Aber Jesaja hat dann diesen messianischen König angekündigt, Jesaja 7, 9 und 11, und seine Königsherrschaft beschrieben. Jeremia kündigt den Spross Davids an, der König sein wird, regieren wird und Jerusalem erneuern, wiederherstellen wird. Sachaja spricht von einem Mann, Spross genannt, der den Tempel Gottes bauen wird und so weiter. Also die Propheten, da gibt es noch viele mehr Stellen, haben Hoffnung gemacht, dass das Haus Davids auf ewig fortgesetzt wird, und zwar durch den Messias, Jesus. Aus neutestamentlicher Perspektive, Jesus. Wir kommen zum letzten und vielleicht für uns existenziell spannendsten Punkt. Die Ursachen und Art des Eingreifens Gottes in die Geschichte am Beispiel des davidischen Königshauses. Es ist hochinteressant durchzugehen und zu sehen, wie hat Gott eingegriffen. Und wir sehen, er hat fast bei jedem König hat Gott irgendwie in die Geschichte und in das Leben eingegriffen. Unglaublich, wie viel Gott eingegriffen hat. Und wir sehen dann auch die Ursachen. Warum hat er eingegriffen? Oft hat er aufgrund von Abfall eingegriffen, also negativ eingegriffen, weil die Leute von Gott abgefallen sind, also Strafgerichte und so. Aber Gott hat auch oft positiv eingegriffen, indem er einfach Hilfe geschickt hat, Weisung, Offenbarung gegeben hat. Oder er hat Gebete erhört. Und hat dann die politische Situation verändert, Königen etwas ins Herz gegeben, auszuziehen oder Königen ins Herz gegeben, wieder nach Hause zu kehren. Ja, er hat Könige gelenkt. Das heißt mal bei Salomo, Jahwe lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Ja, also Gott kann die Herzen auch der oberen Leute, die irgendwo Regierungsverantwortung haben, von Völkern und so weiter, Gott kann das beeinflussen und lenken, überhaupt kein Problem. Ja. Und das wird uns exemplarisch in großer Ausführlichkeit geschildert. Und das ist der große Wert auch der zweiten Chronikbuches oder des Chronikwerkes, dass es uns einfach zeigt, dass Gott im Regimente sitzt, dass Gott eingreift in die Geschichte. Etwas, das unsere Politiker heute ja gar nicht auf dem Schirm haben, dass Gott in die Geschichte eingreifen könnte. Meinetwegen, dass Gott irgendwas macht, dass der Nahostkonflikt, dass es zu irgendeiner Lösung kommt oder so. Haben die gar nicht auf dem Schirm, dass Gott eingreifen könnte. Aber Gott tut es ständig.
Und das will ich jetzt aufzeigen, anhand noch von 4, 5 Folien, wie das ausschaut, wie Gott da ständig in die Geschichte reingreift und dadurch die Geschichte verändert, den Lauf der Geschichte verändert, weil er eingreift. Also wir sehen bei David, also ich werde das so stichpunktartig an einigen Königen aufzeigen und dann noch ein paar Prinzipien zeigen. David, hat Gott eingegriffen durch den Propheten Nathan, zum Beispiel durch diese Nathans Weissagung. Durch den Propheten Gad hat er eingegriffen. Also vor allem durch diese zwei Propheten hat er David auch immer wieder an entscheidenden Stellen gesteuert. Eindrücklich ist diese Geschichte, wo der David einen großen Fehler macht mit der Volkszählung. Er hat die Volkszählung gemacht aufgrund, in 2. Könige steht, dass Gott ihn versuchte. Gott hat ihn geprüft und daraufhin hat David die Volkszählung unternommen, was er nicht hätte tun sollen. In 1. Chronik steht allerdings, der Satan stellte sich gegen Israel und verleitete David, das Volk zu zählen. Jetzt würden ein paar Superschlaue kommen und sagen, ich habe so gesagt, die Bibel widerspricht sich. Hier ist ein Widerspruch. In 2. Könige steht, oder 1. Könige steht, dass es Gott war, der David versucht hat. Und es steht hier in 1. Chronik, der Satan stellte sich gegen Israel und verleitete David, das Volk zu zählen. Also, wer? Entweder oder. War es Gott oder war es der Satan? Und die Antwort ist ganz beides. Die Antwort ist ganz einfach. Das schließt sich in keinster Weise aus. Gott kann es tun und er kann Satan dazu benutzen. Wenn du siehst, wer alles irgendwie bei der Kreuzigung Jesu involviert ist, das ist multikausal. Ja? Gott wollte ihn opfern. Jesus hat sein Leben selbst hingegeben. Die schriftgelehrten Pharisäer, die tun das Werk ihres Vaters des Teufels, nämlich der Menschenmörder ist und ermorden ihn durch einen Justizmord. Ja, die sind schuld, der Pilatus ist schuld, also alle möglichen Leute sind schuld am Kreuz. Es ist nicht immer monokausal. Und es hat nochmal verschiedene Aspekte. Satan hat Israel sich gegen Israel gestellt. Er will immer Israel schaden. Immer. Wenn es um Schaden Israel geht, ist Satan ganz vorne dabei. Und hat verleitet, er hat verführt. Aber es war auch Gott, der es hier zugelassen hat und er den David checken wollte. Und das schließt sich nicht aus. Ja. Aber diese Volkszählung hatte dann 3 Strafen, das kann er sich aussuchen, hat sich entschieden für eine 3 Tage tödliche Seuche. Und die Auswirkung war verheerend. Das Volk, was er so gezählt hat, um stolz zu sein, so und so viele Soldaten habe ich, wird um 80.000 Menschen dezimiert, 80.000 Leute sterben als Strafe für die Volkszählung. Unglaublich. Aber so greift Gott in die Geschichte ein. Sollte man mal zur Kenntnis nehmen, wie hart das manchmal sein kann, welche Dimensionen das hat. Aber Gott macht aus dieser total verheerenden Geschichte am Ende noch was Gutes, denn diese Plage mit der Seuche kommt zum Stillstand auf dieser Tenne Ornans. Da erscheint ihm dann der Engel des Herrn, Eingreifen Gottes. Gott schickt den Engel des Herrn, der David erscheint, und dort wird der Seuche gewehrt und das wird dann bestimmt, dass hier, wo dieser Seuche gewehrt wird, diese Massensterben gewehrt wird, dort soll der Tempel gebaut werden, der Berg Moria. Und dort in Jerusalem ist auch Jesus gekreuzigt worden. Ja, dort wird der Massentod gewehrt durch das Opfer Jesu. Also es hat noch eine positive Wendung, denn am Ende offenbart Gott, durch dieses Geschehen hier an dieser Stelle soll der Tempel gebaut werden. Auch die Tempelordnung, die David dann aufstellt, hat er von Gott offenbart bekommen, haben wir vorhin gelesen. Also massives Eingreifen Gottes an ganz entscheidenden Schnittstellen im Leben Davids. Bei Salomo hatte 2 Gotteserscheinungen, die beide sehr bedeutsam waren für sein weiteres Leben. Jahwe war es, heißt es, der Salomo groß machte. Er war es, der ihm diese große Weisheit schenkte, weil er sich das gewünscht hat und nicht Reichtum, langes Leben und Ansehen und so weiter oder viele Frauen, sondern er hat sich Weisheit gewünscht, das Volk Gottes zu regieren und das hat Gott ihm dann auch gegeben. Er hat größere Weisheit als alle anderen. Gott hat eingegriffen in die Geschichte, indem er Salomo erschienen ist, sein Gebet, seine Bitte um Weisheit gehört hat und Gott hat den Salomo groß gemacht.
Gott hat auch eingegriffen, dass er Salomo gewarnt hat vor den verheerenden Konsequenzen, wenn er von Gott abfällt. Hat ihn allerdings nicht davor abgeholt, wie wir in Königsbücher lesen, am Ende seines Lebens doch schwach zu werden und den heidnischen Frauen nachzugeben und ihnen Götzentempel zu bauen. Und der Prophet Ahio von Silo verkündigt die Reichstrennung. Er sagt es zwar nicht dem Salomo, aber er sagt es dem anderen, durch den die Trennung dann bewirkt wird, den Jerobeam. Er sagt, dass Gott das als ein Gericht macht aufgrund der Sünden Salomos, dass er den Götzendienst betreibt, dass deswegen das Reich von ihm gerissen wird, aber nicht völlig, weil Gott treu ist zu seiner Verheißung gegenüber David. Deswegen macht er nicht ein Ende mit dem Davidischen Reich, trotz des Versagens Salomo, wie wir es in 2. König lesen, sondern Gott lässt ihm diese zwei Stämme. Aber diese schreckliche Gericht der Reichstrennung ist als eine Strafe Gottes dargestellt und ist auch so. Es ist eine Strafe Gottes für Israel, für das Königtum Davids, dass ihm 10 Stämme entrissen werden als Gericht für das Fehlverhalten von Salomo. Das wird durch den Propheten Ahia dem Jerobeam mitgeteilt. Rehabeam, der Nachfolger des Nachfolger Salomos, da verhindert Gott den Bruderkrieg gegen Juda auf hochinteressante Weise. Da greift Gott ein in die Geschichte. Als Rehabeam in Jerusalem angekommen war, kurz nachdem sich die Nordstämme vom Königshaus Davids losgesagt haben, eine riesen Zäsur in der Geschichte, eine Katastrophe. Und dann will er das kriegerisch lösen, militärisch lösen. Als Rehabeam in Jerusalem angekommen war, stellte er aus den Stämmen Juda und Benjamin ein Heer von 180.000 Soldaten zusammen. Sie sollten gegen Israel, also das Nordreich, kämpfen, um die Königsherrschaft für Rehabeam zurückzuerobern. Und Gott lässt es nicht einfach laufen, sondern Gott greift ein und handelt und greift hinein in diese Geschichte, dass dieser Bruderkrieg nicht zustande kommt. Da kam das Wort Jahwes zu einem Mann Gottes namens Schemaja, der auch als eine Quelle war, seine Weissagung für die Chronikbücher, so nebenbei gesagt. Sage zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda und zu ganz Israel in Juda und Benjamin, so spricht Jahwe, zieht nicht los, kämpft nicht gegen eure Brüder, kehrt alle wieder nach Hause zurück. Ich selbst habe es so verfügt. Diese Verse muss man sich mal merken. Ich selbst habe es verfügt, sagt Gott. Gott hat die Geschichte gelenkt. Er hat es so gemacht, dass die Reichstrennung zustande kommt. Es war sein Plan. Er hat es Wirklichkeit werden lassen in der Geschichte. Rehabeam wollte militärisch dagegen aufbegehren. Und Gott sagt, lass es, tu die Finger davon. Ich habe es verfügt. Ich habe es so bestimmt. Mach keinen Krieg. Und interessanterweise, Rehabeam, das war noch die Anfangsphase, da war er noch positiv, da gehorchten sie den Worten Jahwes, kehrten um und zogen nicht gegen Jerobeam. Das war positiv. So blieb Rehabeam und baute Städte und so weiter. Aber später, Gott straft Rehabeams und Judas Abfall mit dem Überfall des ägyptischen Königs Shishak auf Juda. Also Gott initiiert Krieg gegen Juda, aufgrund von Abfall Judas. 2. Chronik 12, 1-4. Als Rehabeams Herrschaft gesichert war und er mächtig wurde, hielt er sich nicht mehr an die Weisung Jahwes. Das war so nach 3 Jahren. Und dann saß er fest im Sattel, hat seine Herrschaft gefestigt und dann hat er plötzlich gedacht, jetzt brauche ich Jahwe nicht mehr. Ganz Israel folgte ihm darin. Das ist eben das Schlimme, dass der König als Vorbild praktisch das Volk anführt und oft ist es so, wie der König, so das Volk, im Guten wie im Bösen. Und hier im Bösen. Ganz Israel folgte ihm darin. Da zog im 5. Regierungsjahr Rehabeams, König Shishak von Ägypten gegen Jerusalem in den Krieg. Denn die Israeliten waren Jahwe untreu geworden. Also das ist jetzt nicht einfach nur Zufall oder Pech oder der Eroberungsdrang von Shishak, das sicher auch, dass der einfach erobern will und seine Macht ausbreiten will, hat sicherlich auch diesen menschlichen Aspekt. Aber es hat diesen geistlichen Hintergrund, denn die Israeliten waren Jahwe untreu geworden.
Schischak kam mit 1200 Streitwagen, 60.000 Pferden und einer ungezählten Menge von libyschen, sukkitischen und nubischen Hilfstruppen. Er eroberte die Festungen Juda und rückte gegen Jerusalem vor. Also Gott straft Rehabeams und Judas Abfall mit dem Überfall des ägyptischen Königs Schischak auf Juda. Und dann passiert wieder etwas Überraschendes, ein Eingreifen Gottes. Also Gott hat es schon losgetreten praktisch, aber er gibt jetzt dem Rehabeam noch eine Chance. Da trat der Prophet Schemaja vor Rehabeam, das ist der gleiche Prophet, der vorher gesagt hat, kämpf nicht gegen deine Brüder. Jetzt in dieser Situation, wo er angegriffen wird, kommt genau auch wieder dieser Prophet und sagt ein Wort Gottes. Da trat der Prophet Schemaja vor Rehabeam und die führenden Männer von Juda, die sich vor Schischak nach Jerusalem zurückgezogen hatten, und sagte zu ihnen, so spricht Jahwe, ihr habt mich verlassen, darum überlasse auch ich euch der Gewalt Schischaks. Das ist Geschichtstheologie. Es geschieht ein politisches Ereignis, ein Krieg, und Gott gibt eine Deutung und sagt, das steckt dahinter. Das habe ich gemacht. Da müssen wir mal tief durchatmen, weil viele heute ein Gottesbild haben, weil sie das Alte Testament total vernachlässigen, dass sie diese geschichtstheologische Seite überhaupt nicht mehr sehen. Ja. Aber hier gibt es klare Offenbarung, wie das zu sehen ist. Ja. So spricht Jahwe, ihr habt mich verlassen, darum überlasse auch ich euch der Gewalt Schischaks. Und auf diese geschichtstheologische Deutung passiert jetzt was. Da beugten sich die führenden Männer Israels mit dem König und sagten, Jahwe ist gerecht. Ja, das haben wir verdient, das hast du richtig gemacht. Wir sind schuldig. Ja. Als Jahwe sah, dass sie sich demütigten, hat er wieder reagiert. Kam sein Wort zu Schemaja, dem gleichen Propheten, sagt, sie haben sich gedemütigt. Darum werde ich sie nicht beseitigen, sondern schenke ihnen ein wenig Rettung. Also er mildert das Gericht. Jahwe gibt eine geschichtstheologische Interpretation und mildert das Gericht, als Rehabeam und die Oberen sich vor ihm demütigen. Und wie wird das gemildert? Er sagt, Schischak soll nicht meinen Zorn über Jerusalem bringen. Hätte er jetzt schon Jerusalem wegführen können in die Verbannung, den Tempel zerstören können, wie es Jahrhunderte später dann gemacht hat. Aber eben jetzt noch nicht. Sie haben sich gedemütigt. Er lässt seinen Zorn jetzt noch nicht in ganz freien Lauf. Doch, Strafe muss sein, doch, sie müssen sich ihm unterwerfen, damit sie erkennen, was für ein Unterschied es ist, ob sie mir dienen oder den Königen anderen Ländern. Die müssen jetzt mal ihre Erfahrungen machen, wie es ist, unter Fremdherrschaft zu stehen. Dann können sie sich überlegen, ob sie in Zukunft lieber unter meiner Herrschaft stehen oder unter Fremdherrschaft stehen wollen. Gott erzieht sein Volk durch diese Gerichte. Geschichtstheologische Interpretation. Asa, der nächste König. Hier haben wir eine geschichtstheologische Erklärung der Friedenszeit. Warum gibt es Frieden zur Zeit König Ahas, von Königs Asa? Er, als König Asa, befahl den Judäern, Jahwe, den Gott ihrer Väter, zu suchen und seine Weisungen und Gebote zu erfüllen. Also positiv. Auch in den anderen Städten Juda beseitigte er die Opferhöhen und die Räucheraltäre. Also macht was gegen den Götzendienst. In diesen Jahren hatte das Land Frieden. Es wird nicht nur festgestellt, dass es halt so ist, zufällig, wissen aber nicht, warum es war. Nein, es wird erklärt, warum Frieden war. Es wird theologisch erklärt, warum Friede war. In diesen Jahren hatte das Land Frieden, weil Jahwe dafür sorgte, dass niemand mit Asa Krieg führte. Also Gott kann einen Krieg anzetteln, kann den ägyptischen König Schischak sagen, greif du Juda an, und er macht das. Und Gott kann dafür sorgen, dass die Könige nicht angreifen, weil er das jetzt nicht will. Hochinteressant, wie Gott Geschichte sieht, wie Gott Geschichte lenkt. Es geht weiter mit Asa. Jahwe erhört Asas Gebet im Kampf gegen die Nubier. Die sind dann später doch angerückt mit einer überlegenen Anzahl von Soldaten. Und Asa, der war ja auch fromm, erst am Lebensende hat er leider versagt. Asa betete zu Jahwe, seinem Gott, und Jahwe sagte, Jahwe, außer dir gibt es keinen, der helfen könnte, wenn ein Schwacher gegen einen Mächtigen bestehen muss. Wenn Schwacher gegen einen Mächtigen bestehen muss, kannst du nur bestehen, wenn Jahwe hilft.
Ja, das kannst du in der Geschichte auch immer wieder sehen, bis in die aktuelle Zeit. Hilf uns, Jahwe, unser Gott. Wir vertrauen auf dich, sind wir doch in deinem Namen gegen diese Menge gezogen. Du bist unser Gott, Jahwe. Kein Mensch kommt gegen dich an. Kein Mensch, kein Herrscher, kein Autokrat, keine Regierung kommt gegen Gott an. Und was heißt in Vers 11? Da schlug Jahwe die Nubier vor Asa und Juda zurück, dass sie flohen. Gott hat das Kriegsgeschick gewendet, obwohl die völlig mit großen überlegener Streitmacht angerückt sind, hat die deutlich schwächere Streitmacht nicht verloren, sondern sie hat sogar einen Sieg davon getragen, weil Gott das gewendet hatte. Ja. Da heißt in Vers etwas weiter, sie wurden durch Jahwe und sein Heer vernichtend geschlagen. Judäa machten reiche Beute, denn der Schrecken Jahwes war über die anderen gekommen. Ja. Also Gott greift ein, er kann im Krieg helfen und das Wenden, das Blatt, selbst wenn die anderen total überlegen sind. Später hat Asa dann sich negativ verhalten, hat ein Bündnis geschmiedet mit Syrien, also mit heidnischem Volk, ein Bündnis geschmiedet gegen sein Brudervolk, das Nordreich, gegen die Herrschaft Bäsas. Und das hat Gott kritisiert, hat Gott gar nicht gefallen, dass Juden sich mit Heiden zusammentun, um gegen andere Juden zu kämpfen. Ja. Und hat es gestraft mit beständigem Krieg, heißt es. Ja, da wird es geschrieben, dass er da diese, in Kapitel 16, Vers 1 bis 9, dass er diese Syrer anheuert zum Kampf gegen Bäsha, das haben die dann auch gemacht, aber das hat Gott missfallen. Und seine Antwort, Gottes Antwort war, zu dieser Zeit kam der Seher, also der Prophet Hanani, zu König Asa von Juda und sagte zu ihm, jetzt kommt die geschichtstheologische Schau, wird es interpretiert, du hast dich auf den König von Syrien verlassen und nicht auf Jahwe, deinem Gott. Damit hast du dich um die Möglichkeit gebracht, auch das Heer der Syrer zu besiegen. Und dann verweist er auf die Geschichte, hätte er eigentlich lernen können. Damals die überlegene Schreibmacht der Nubier und Libyer und Ägypter, da hat er doch auch Gottes Hilfe erfahren. Warum nicht jetzt? Aber jetzt hat er sich auf Menschen verlassen, hat die Syrer angeheuert und Geld bezahlt, dass die ihm halt helfen. Ja. Und das nimmt Gott ihm übel, weil es Unglaube ist. Ja. Und dann heißt es in Vers 9, Vers 8, doch weil du dich auf Jahwe verlassen hast, gab er sie damals in deine Gewalt. Als du als Gott vertraut hast, hat er dir geholfen. Denn Jahwe hat die ganze Erde im Blick. Ein schöner Satz. Denn Jahwe hat die ganze Erde im Blick, damit er denen beistehen kann, die ihm uneingeschränkt vertrauen. In diesem Fall, Asa, hast du töricht gehandelt. Denn von jetzt an hast du ständig Krieg. Also als Folge seines törichten Handelns. Asas zweijährige Krankheit am Ende seines Lebens, er handelt dann noch törichter, weil die Ermahnung durch den Propheten Hanani hat ihm gar nicht gefallen und dann hat er sehr schlecht darauf reagiert. Asa ärgerte sich sehr über den Propheten und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Obwohl er so stark die Hilfe Gottes früher erlebt hatte, macht er sowas und den Propheten ins Gefängnis werfen. Gott lässt es auch zu, dass der Prophet ins Gefängnis geworfen wird. Damals fing auch an, einige aus dem Volk zu misshandeln. Also es ist eigentlich schlecht, wenn man so ein Ende nimmt dann. Ne? Und dann gab es auch weiter, heißt es dann, im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa schwer an seinen Füßen. Obwohl sein Leiden sehr ernst war, suchte er die Hilfe nicht bei Jahwe, sondern bei den Ärzten. Asa starb in seinem 41. Regierungsjahr. Was ich jetzt hier interessant finde, ist, dass man so irgendwie automatisch denkt, na, er wurde fußkrank 2 Jahre. Es war eine Strafe Gottes, denkt man. Und er hat Gott nicht gebeten. Deswegen wurde er nicht geheilt, denkt man. Aber es steht nicht da. Es steht einfach nicht da. Wir haben keine Offenbarung darüber, wie diese Krankheit an den Füßen zu sehen ist und warum er nicht gesund geworden ist. Es steht nicht da. Steht auch nicht da, hätte er gebetet, wäre er gesund geworden. Steht auch nicht da. Also wir müssen extrem vorsichtig sein, dann alles zu deuten. Da, wo Offenbarung vorliegt, wo Gott uns das deutet und sagt, das ist passiert, weil ich und weil ihr das und das gemacht habt, deswegen habe ich und so weiter. Dann haben wir Klarheit. Natürlich können wir diese Prinzipien hochrechnen sozusagen und im Hinterkopf behalten,
Aber man muss äußerst vorsichtig sein, etwas zu deuten, was nicht geoffenbart ist. Ja. Wenn sich jetzt jemand hinstellt und diesen Angriff der Hamas geschichtstheologisch deuten will, kann er also furchtbar falsch liegen. Ja. Wir haben keine Offenbarung, wie wir das zu sehen haben. Ja. Hier Asas zweijährige Krankheit und Tod wird nicht explizit geschichtstheologisch gewertet. Es könnte sein, dass es eine Strafe war. Könnte auch sein, dass er einfach krank geworden ist, weil man in einer Welt der Sünde und des Todes lebt. Es könnte sein, wenn er gebetet hätte, dass er gesund geworden wäre, aber wir wissen es nicht. Man kann auch beten und sterben. Also da ist Vorsicht geboten. Jetzt bin ich fast am Schluss. Geschichtstheologische Bemerkungen. Man könnte das bei jedem König so jetzt ausführlich beleuchten, wie Gott eingegriffen hat in die Geschichte. Und ich möchte jetzt nur ein paar ganz kurze Verse noch lesen, um zu sehen, dass es wirklich beständig und beständig und beständig ist und dass es immer Gründe gibt, warum Gott eingreift in die Geschichte und auf welche ganz verschiedene Art und Weise er das macht. Und deswegen habe ich aus 3 Kapiteln jetzt noch ein paar Auszüge, nur kleine Auszüge. Joram. Joram war 32 Jahre alt, als er die Herrschaft antrat. Er regierte 8 Jahre in Jerusalem und tat, was Jahwe missfiel. Wie die Familie Ahabs folgte er dem bösen Beispiel der Könige von Israel und tat, was Jahwe verabscheute. Seine Frau war nämlich eine Tochter Ahabs. Naja, Folgefehler, ne? Heidnische Frau, götzendienische Frau. Doch Jahwe wolle das Haus Davids nicht zugrunde richten, weil er einen Bund mit David geschlossen und ihm den Fortbestand seines Königtums zugesagt hatte. Also Gott bleibt trotzdem treu, obwohl der Joram so schlimmer Typ ist, ja, als König. Oder bei der Rebellion der Edomiter, dann geht es weiter. Während Jorams Regierungszeit lösten sich die Edomiter von der Herrschaft Judas und setzten einen eigenen König ein. Also haben sich unabhängig gemacht. Daher zog Joram mit seinen Truppenführern Streitwagen gegen sie, doch die Edomiter schlossen ihn und die Offiziere seiner Streitwagen ein. Da schlug Joram in der Nacht los und durchbrach den Ring. Damals sagte sich Edom von Judas Herrschaft los. So ist es noch bis heute. Auch die Stadt Libna sagte sich von Judas Herrschaft los. Aber jetzt kommt die geschichtstheologische Deutung. Der Grund war, dass Joram Jahwe, den Gott seiner Väter, verlassen hatte. Also Einbuße von militärischer, politischer Macht kann einen Grund haben, weil du Jahwe verlassen hast. Rebellion der Edomiter. Dann das Gericht über Joram, Vers 12 bis 15. Damals erhielt er, also Joram, ein Schreiben des Propheten Elia. Die Propheten haben sie immer eingemischt, hat einen Brief geschrieben an Joram, der lautete: So spricht Jahwe, der Gott deines Vorvaters David. Du bist nicht den Weg deines Vaters Josaphat und deines Großvaters Asa gegangen, die positiv waren, sondern bist dem bösen Beispiel der Könige von Israel gefolgt. Du hast die Judäer und die Jerusalemer nach dem unmoralischen Gesetz, Beispiel des Hauses Ahab, zu unsittlichen Götzendiensten verführt und hast deine eigenen Brüder umgebracht. Also Götzendienst und Mord der eigenen Brüder, die besser waren als du, weil er an der Macht wollte, hat er die Brüder umgebracht. Darum, weil du das getan hast, wegen diesem Götzendienst und wegen diesem Mord an deinen Brüdern, darum wird Jahwe dein Volk, deine Söhne, deine Frauen und all deinen Besitz mit schweren Plagen strafen. Also Gott richtet. Und auch das Gericht hat auch etwas zu tun mit der Sünde. Er hat seine Brüder umgebracht. Und jetzt werden sein Volk, also er hat Götzendienst mit dem Volk gemacht, jetzt wird das Volk bestraft. Er hat seine Brüder umgebracht, jetzt werden seine Söhne, seine Frauen und all sein Besitz mit schweren Plagen bestraft. Du selbst wirst eine qualvolle Krankheit in deinen Eingeweiden bekommen, die im Verlauf der Krankheit aus dir heraustreten werden. Und dann lesen wir weiter, wie Gott das umsetzt. Er setzt das um durch den Angriff der Philister und der Araber. Jahwe gab es den Philistern und den Arabern, die neben den Nubiern wohnen, in den Sinn, Joram anzugreifen. Also Gott hat diesen Angriff befehligt. Gott hat Krieg befohlen, um Joram anzugreifen, um ihn zu richten. Sie zogen gegen Juda heran, drangen in das Land ein, schleppten alles Hab und Gut weg, das sich im Königspalast befand, dazu auch Jorams Söhne und Frauen. Nur sein jüngster Sohn Joas blieb ihm. Aber nicht nur das. Nach all dem ließ Jahwe eine unheilbare Krankheit in seinen Eingeweiden entstehen, die sich lange hinzog. Also greift Gott in die Geschichte ein? Sehr wohl.
Er gibt den Edomiten es in ihr Herz abzufallen von Joram. Er gibt den Philistern, Arabern in den Sinn, einzufallen und Krieg zu führen und groß zu schaden. Und Gott greift auch ein, indem er den Joram praktisch tötet und ihm einen qualvollen Tod sterben lässt. Ein positives Beispiel ist Jojada in Kapitel 24, wie Gott eingreift. Jojada 24, 14 bis 15, das war der Priester, der den Joasch versteckt hatte. Und da heißt es, hoppla, da habe ich was falsch. 24, 14 bis 15. Ja, doch war nur 14. Solange Jojada lebte, das war dieser fromme Priester, wurden die Brandopfer im Hause Jahwes regelmäßig dargebracht. Jojada wurde sehr alt. Er starb nach einem erfüllten Leben mit 130 Jahren. Also wirklich die graue Eminenz dann. Und solange er lebte, hatte der König auch diesen Kurs beibehalten. Man begrub ihn und so weiter. Man begrub ihn in Davidstadt neben dem König, denn er hatte für Gott und sein Haus viel Gutes bewirkt. Das war Jojada. Aber danach ging es bergab. Nach dem Tod Jojadas kamen die führenden Männer Judas zum König, gemeint ist der König Asa, der König Joasch, kamen die zum König und warfen sich vor ihm nieder und der König hörte auf sie. Da gingen sie nicht mehr in das Haus Jahwes. Sie verließen den Gott ihrer Väter und verehrten stattdessen Geweide, Pfähle und Götzenbilder. Also Jojada hat wie so ein hemmendes, war hemmend und hat das, solange Jojada lebte und Einfluss hatte, waren sie auch in der Spur. Und dann war Jojada gestorben und der König, den er praktisch im Tempel versteckt hatte und dann auch da geholfen hatte, dass der zum König wurde, der hatte sich dann nach dem Tod Jojadas total negativ entwickelt. Also nicht Asa ist hier falsch auf der Folie, muss Joasch heißen. Und dann sind sie abgefallen von Gott. Und wegen dieser Schuld kam Gottes Zorn über Juda und Jerusalem. Ja. Und aber nicht nur Gottes Zorn, sondern gleichzeitig ruft und lockt er noch zur Umkehr. Jahwe schickte Propheten zu ihnen, um sein Volk zurückzugewinnen. Die Propheten warnten sie, aber niemand hörte auf sie. So kam der Geist Gottes über Sechaja ben Jojada, den Sohn von Jojada, dem der Joasch ja so wahnsinnig viel zu verdanken hat. Und jetzt ist der Sohn dessen, seines Mentors und seines Beschützers, und der ihn zum König dann gemacht hat, der Sohn jetzt sagt ihm jetzt die Wahrheit. So kam der Geist Gottes über Sechaja, den Sohn Jojadas, den Sohn des Priesters. Er trat vor das Volk und sagte, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote Jahwes und bringt euch selbst um euer Glück? Weil ihr Jahwe verlassen habt, hat er euch auch verlassen. Und jetzt hätte man die Möglichkeit gehabt, umzukehren, sich zu demütigen, Buße zu tun und den Kurs zu ändern. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Aber die wird leider nicht wahrgenommen, sondern es heißt hier, darauf taten sie sich gegen ihn zusammen und steinigten ihn auf Befehl des Königs. Im Vorhof des Hauses Jahwes, im Vorhof des Tempels. König Joasch dachte nicht mehr daran, wie viel er dessen Vater Jojada zu verdanken hatte und brachte dessen Sohn um. Und im Sterben rief Sechaja noch, Jahwes sieht es und wird es vergelten. Ja, Jahwes sieht alles und er vergilt auch. Ein letztes Beispiel, ich lasse die weg aus Zeitgründen. Amasja, positiv und negativ, wäre noch ein weiteres Beispiel. Man kann das ewig fortführen. Jedes Kapitel in 2. Chronik ist voll von diesem Eingreifen Gottes in die Geschichte zum Guten und zum Bösen auf vielfältige Art und Weise. Wir haben ein dreifaches Fazit zur Chronik und das ist die letzte Folie. Das waren die drei Fragen. Wohnt Gott auf Erden? Wenn ja, wo? Gott erwählte Jerusalem und hat dort seinen Zweitwohnsitz im Tempel, den es im Moment aber nicht mehr gibt. Nach der Prophetie wird es in der Zukunft wohl wieder einen geben, aber
Im Moment gibt es keinen. Gott erwählt Jerusalem und hat dort seinen Zweitwohnsitz im Tempel, auf den er natürlich nicht beschränkt ist. Zweitens, Gott übt seine Königsherrschaft auf Erden mittelbar aus durch das Königshaus Davids. Das gibt es allerdings im Moment auch nicht, auch unterbrochen und wird erst wieder aufgenommen, wenn Jesus wiederkommt. Und das Dritte, Gott greift immer wieder und auf vielfältige Weise in die Geschichte ein und nimmt seinen König und sein Volk Israel in die Pflicht. Also tut nicht über ihren Kopf hinweg nur handeln, sondern er fordert sie auch heraus, Entscheidungen zu treffen, richtige Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen zu bedenken. Ja? Und er lässt auch Raum zum Bösen. Aber trotzdem ist es so, er greift immer wieder ein, wie wir das sehen und ich das vorgeführt habe in der Geschichte. Er hat immer wieder eingegriffen durch viele Dinge, im Gericht, um Gericht zu üben, aber auch um zu helfen. Und das Ganze ist in Abhängigkeit, ob Leute ihn suchen, in seinen Wegen wandeln, ihm gehorchen, sich vor ihm demütigen, dann hat das gewisse Konsequenzen. Oder wenn man halsstarrig ist und weiter in die falsche Richtung läuft und ungehorsam ist und so weiter, nicht hört und Götzendienst betreibt, Gott provoziert, dann hat das auch Konsequenzen. Gott ist dann manchmal sehr geduldig, aber irgendwann ist auch dann mal finito und Ende. Ja, also das ist sehr wichtig zu bedenken. Ja, Gott hat Wohnung genommen auf Erden, im Tempel, in Jerusalem. Das ist eine ganz besondere Stadt, die Stadt des großen Königs. Gott übt durch das Haus Davids Herrschaft aus und auch jetzt durch Jesus, den Sohn Davids, in geistlicher Hinsicht und wenn er wiederkommt, auch ganz sichtbar für alle Völker in politischer Hinsicht, wird er die Welt regieren durch den Nachkommen Davids, Jesus Christus. Und auch jetzt greift Gott, auch jetzt, heute und hier, jeden Tag, irgendwie greift Gott immer ein in die Geschichte, in die Welt der Menschen, vor allem was auch mit seinem Volk Israel zu tun hat. Auch wenn wir das nicht so klar erkennen und keine göttliche Offenbarung haben, wie das jetzt im Einzelfall ist, aber Gott hat seine Finger auf jeden Fall im Spiel bei solchen Dingen und Gott hat auch seine Ziele und bezweckt etwas damit und der Vorhang, was es wirklich im Einzelnen dann jeweils war, in all diesen geschichtlichen Ereignissen, wird vielleicht mal später auch noch gelüftet werden. Aber dass es einen geistlichen Hintergrund hinter diesem Weltgeschehen und auch hinter diesen politischen Ereignissen gibt und immer gegeben hat, das ist klare Lehre der Bibel und ganz besonders auch des Chronikwerkes, wo diese Geschichtsschau, diese geschichtstheologische Sicht ganz wesentlich vermittelt wird.